das literarische Quartett heute aus Frankfurt wegen der Frankfurter Buchmesse. Es nehmen wie üblich teil Helmut Karasek, Der Spiegel, Hamburg, Sigrid Löffler, Profil, Wien. Marcel Reich-Ranicki, Frankfurter Allgemeine, Frankfurt. Ja, und unser Gast heute ist ein Fürst aus einer Republik, Peter von Matt aus Zürich. Die Schweiz ist ja eine Republik, wie wir wissen, und Peter von Matt ist der Fürst der Schweizer Germanisten. Ein vorzüglicher Wissenschaftler, der zugleich ein Schriftsteller ist, wie es nur wenige gibt, und ein Schriftsteller, der ein Gelehrter ist. Wir freuen uns, Sie, Peter von Matt, in unserem Kreis sehen zu können. Das Buch in diesem Herbst, über das am meisten geschrieben wird, ist Martin Walsers Roman Verteidigung der Kindheit. 80.000 Exemplare sind schon verkauft. Ein Triumph. Wessen Triumph? Herr Karasek, was meinen Sie? Martin Walsers Roman ist sein erster Roman, der seine engere Heimat verlässt. Er spielt in Dresden. Er ist der Roman eines Dresdner Jungen, der in den Bombennächten, Dresdner Bombennächten geprägt wurde, der eine starke Mutterbindung hat, der den Vater und die Mutter, die Trennung von Vater und Mutter sich auf die Seite der Mutter schlägt, in der DDR studiert, dort nicht weiter studieren kann, weil er sich politisch nicht so betätigt, nach West-Berlin geht und ein Jurist, ein zweitklassiger Jurist wird. Das Buch ist deshalb so bewegend und so aufregend, weil es an einem deutschen Einzelschicksal sozusagen die Geschichte der DDR und die Geschichte der deutschen Teilung noch einmal mitschreibt. Es ist zweitens deshalb aufregend, weil es zeigt an einem Fall, dass wir in der Kindheit am weitesten sind, dass wir da Genies sind und wodurch das zerstört, vernichtet wird, wodurch das verloren geht. Das Buch ist drittens deshalb so aufregend, weil es voller Ironie ein Panorama deutschen Lebens an der Universität, deutscher Wirtinnen, deutscher Beamter, deutscher Bürostuben, deutscher Professoren gibt und eigentlich wirklich der erste Roman von Walser ist, wo er von sich absieht und ein objektives, großes Gemälde unserer jüngsten Vergangenheit und unserer Gegenwart gegeben hat. Aber ist das Ungewöhnliche nicht eigentlich auch, dass der Martin Walser zum ersten Mal sich nicht auf seine Fantasie verlassen hat, sondern vorgefundenes Material verwendet hat? Er hat mir erzählt, es sind ihm ganze Kisten von Dokumenten und Archivmaterialien geliefert worden und er hat aus diesem vorgefundenen Material diese Figur erfunden, gefunden, sich anverwandelt und seiner eigenen Figur gemacht. Ist das gut oder schlecht? Es ist problematisch. Ja, meinen Sie? Ja, problematisch ist selber wiederum ein problematischer Begriff, weil das Buch ist ja nicht so, wie man vielleicht bei einer solchen Beschreibung denken könnte, dass es sich einem gleich eröffnet, dass sofort da ein gewaltiges Spektakel losgeht. Es ist zwar das Spektakel der Geschichte darin, aber es ist ein Buch, das auch Schwierigkeiten bietet, dem Leser Schwierigkeiten macht, den Lesenden Schwellen setzt und man muss mit einer gewissen Ausdauer an die Sache heran. Und ich finde, das gehört zum Großartigen dieses Buches, dass es eine immense Menge von Effekten, die gewissermaßen auf dem silbernen Tablett dem Autor offeriert wurden von der Geschichte, dass es die alle nicht benutzt. Er arbeitet mit einer solchen Zurückhaltung, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Er könnte auf den Putz hauen, er könnte Lacher produzieren, er könnte einen Klamauk loslassen mit diesem immens komischen Mann, aber die Komik dieses Buches ist unheimlich schleichend, das setzt sich so durch. Man ist plötzlich... Es gibt manchmal natürlich auch komische Explosionen, also beispielsweise die Schilderung, wo er im Büro denkt, alle würden ihn homosexuell verfolgen, weil er homosexuelle Neigung hat. Und ein Jahr später entdeckt er, dass das alles Quatsch war, dass das alles nur in seiner Fantasie... Das finden Sie sehr komisch, also diese Motiv. Nicht das Motiv, die Auflösung war sehr komisch, dieses Motivs, wie er diesen Verfolgungswahn in andere projiziert. Aber ich wollte zu Frau Löffler was sagen.
Ich glaube nicht, dass das ganz neu ist, was er da macht. Bisher war das Material, das Martin Walser benutzte, natürlich benutzt jeder Autor Material, seine eigene Wirklichkeit. Und das war eine gewisse Stärke von ihm, aber auch eine Schwäche. Martin Walser ist ein Autor, der sich selbst sympathisch ist. Und so hat er sich in seinen bisherigen Büchern sehr geschont. Dieses Buch ist, und das ist für mich ein ungeheurer Gewinn, er liebt seinen Helden auch, aber er hat die Fähigkeit zu einer großen Objektivierung. Und ich glaube, daher berührt diese Stille, die von dem Buch ausgeht. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sind tief beeindruckt, beinahe begeistert von diesem Buch. Ja. Ja, und wie ist es mit Ihnen? Bei Ihnen habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das? Nur gut, schlecht, wie ist das? Hätte ich doch gern gewusst. Naja, stellen Sie sich die Situation mal vor. Es werden da Kisten angeliefert mit Fotos aus einem fremden Leben. Die Familienbeziehungen eines fremden Lebens werden einem da angeliefert. Martin Walser hat mir erzählt, er hat da mal ein Jahr lang nur dieses Material gesichtet und gelesen. Und dann kommt der Punkt, wo er sich doch fragen muss, was hat das mit mir zu tun und wo fängt er an, die eigene Fantasie zu arbeiten. Und da denke ich, war es wohl die Beziehung zur Mutter, wo die Fantasie zu arbeiten begonnen hat. Jetzt sage ich mal was Positives, was mir gefallen hat. Wenn also da so ein merkwürdiger, verschrobener Junggeselle der Held ist, der nie von seiner Mutter wegkommt, also da hört man den Sigmund Freud ja schon. Und dass der Martin Walser es verstanden hat, hier nicht in diese doch schon sehr abgedroschenen psychoanalytischen Muster zu verfallen, sondern diese Mutter-Sohn-Beziehung frei. Im Gegenteil, er macht sich über die Muster sogar lustig. Frei von diesen Patterns zu erzählen, das ist wahrscheinlich schon eine Stärke. Aber der Fall ist natürlich voll und ganz auflösbar nach all diesen psychologischen Mustern. Das ist eigentlich das Verrückte daran, dass er einen absolut klinischen Fall hinstellt. Das, was man immer sagt, das dürfen die Schriftsteller nicht, denn was soll uns das? Was soll uns das klinisch? Das muss doch exemplarisch sein. Den Oedipus-Komplex kennen wir, ja. Und überlässt es uns, einen solchen ausgefallenen Menschen dann irgendwo exemplarisch zu finden. Und das finde ich das Spannende daran, dass wir immer denken, warum interessiert mich der Typ überhaupt? Ich möchte mit dem eigentlich keine nähere Bekanntschaft machen. Ja. Herr von Watt, ich finde die Frage fabelhaft. Warum interessiert mich der Typ, fragen Sie. Und ich frage, warum interessiert mich dieser Typ überhaupt nicht? Ich bin ganz anderer Ansicht als Herr Karasek und anderer Ansicht als Sie. Bei Frau Löffler sehe ich eine potenzielle Verbündete. Ja, ich fürchte es auch, ja. Ich glaube, dass dieses Buch ein ungeheurer Triumph ist. Es ist einer der größten Triumphe in der deutschen Literaturgeschichte der letzten 10 Jahre. Aber es ist nicht der Triumph Martin Walsers. Es ist ein Triumph des Suhrkamp-Chefs Siegfried Unzelt, der es fertiggebracht hat, die von diesem Buch 80.000 Exemplare bis jetzt zu verkaufen, den deutschen Buchhändlern dieses Buch als Meisterwerk der Literatur einzureden, die dieses Buch ordern in Hülle und Fülle, die dann das den Lesern einreden und auch ein Triumph Unzelt. Ich sage das ernsthaft, denn wissen Sie, gute Wenn Sie Bücher noch 5 kann. Minuten schimpfen, Herr Reichranitzky, wären es noch 10.000. Warten Sie, das stört mich nicht. Das stört mich überhaupt nicht. Sehen Sie, gute Bücher kann manch ein Verleger verkaufen. Unsels Genialität besteht darin, dass er schlechte Bücher dem Volk einredet. Ja, also, Herr Reichranitzky, man darf doch auf sein Leseerlebnis rekurrieren. Ich habe das Buch in den Ferien gelesen, als Leseexemplar. Da war von dem Verkaufstriumph noch nicht die Rede. Ich habe mich, wie Herr von Matt offensichtlich auch, braucht einen langen Weg in das Buch hinein. Die ersten 100 Seiten machen es einem nicht leicht. Und dann lässt einem dieses Buch nicht mehr los. Ja. Ich habe es als eines der faszinierendsten Leseerlebnisse. Und Sie werden mir nicht einreden, dass ein schlechtes Buch das sein kann, von dem man sich ungern verabschiedet und sagt, schade, dass es schon zu Ende ist. Lieber, ich glaube Ihnen jedes Wort. Aber ich bitte, dass wir uns einigen, dass wir 2 völlig unterschiedliche Leseerlebnisse hatten. Das hast du in ganz verschiedenen Kritiken schon gelesen. Die ersten 100 Seiten leider missraten. Nein, nicht mehr. Bisschen schwach, auch nicht schwierig. Nein, das ist so, wie wenn man
in eine fremde Gesellschaft kommt und man sagt, was machen die Leute da? Das ist für mich jetzt noch nicht das Übliche. Und dann sagt man, aha, nach 100 Seiten, jetzt habe ich verstanden, worum es geht. Ich habe mich auf das Spiel eingelassen. Ja. Ich wollte nicht sagen, dass die ersten 100 Seiten schwach sind. Da hätten Sie mich völlig missverstanden. Also, das ist geklärt. Nun muss ich also erst mal erklären, warum mich der Mensch nicht interessiert. Hier wurde erst mal gesagt, das ist ganz wichtig, was Frau Löffler sagte, was hat der Kerl gemacht? Er hat ja eine Kiste mit Dokumenten und Fotos, alles übernommen. So stellt er es dar und das wird ja stimmen. Wozu hat er das gemacht unter uns? Mich interessiert das nicht. Mich interessiert in der Literatur immer nur eins, das Ergebnis. Wie er das gemacht hat, ob er Dokumente verwendet hat und Fotos und ob er ein halbes Jahr oder 5 Jahre daran gearbeitet hat, ist sekundär. Das Ergebnis hat den Freund Karasek tief beeindruckt. Mich überhaupt nicht. Ich habe gelitten, unmenschlich gelitten, und ich habe aus reinem, meiner preußischen Pflichtgefühl bis zur letzten Zeile gelesen, nicht bedauernd, weil die letzten Seiten mit dem Tod von dem Dorn, also heißt der Held im Mittelpunkt, nicht schlecht sind. Warum, also was ist, warum ist mir das Buch so fremd? Tut mir leid, dass ich Sie in dieses sadistisch in dieses Abenteuer des Lesens treiben muss. Nein, nein, das haben Sie nicht getrieben, sondern der Suhrkamp Verlag und Martin Walser und die deutsche Öffentlichkeit, die Kritiker, die alle vor diesem Buch auf die Knie gefallen sind, mit einer rühmlichen Ausnahme. Werner Fult in der FAZ. Mit einer blödsinnigen Ausnahme. Der hat gesagt, ein stalinistischer Roman. Das ist hat der größte Schwachsinn, den ich gelesen habe. Er hat gesagt, der letzte Roman des sozialistischen Realismus. Ja, damit bin ich gar nicht einverstanden. Nein, eben, mit dieser Ihrer seiner Formulierung. Ja. Nun warten Sie mal. Was mich an dem Roman stört, ist eine Sache, die mich oft an Romanen stört. Ich habe nicht gern Idioten als Helden. Der Mann ist dumm, dieser Mann im Mittelpunkt. Er ist ein neurotischer Mensch. Schade nicht, kann ein Held eines Romans, weiß Gott sein. Er hat eine Eigenschaft, die ich als bei Romanfiguren nicht gern habe. Zentralen Romanfiguren. Er ist infantil. Der Mann ist vollkommen infantil. Und schlimmer noch, Walser hat sich in die Figur so vertieft, dass die Sprache Walsers in diesem Roman ebenfalls simpel und infantil ist. So simpel hat Walser vor 20 Jahren nicht geschrieben. Wohlgemerkt, ich bewundere den Essayisten Walser. Walser hat einige wunderbare Erzählungen geschrieben. Seine Romane waren alle nicht gut. Ich kenne keinen einzigen Roman von ihm, der gut war. Aber bleiben wir bei diesem. Da der Held infantil ist, unmenschlich verliebt in seine Mutter, und ist er überhaupt keine exemplarische Figur für mich. Er ist ja befangen in einer Welt, die in keinem Sinne... Sagen Sie, können Sie in Romanen nur strahlende Helden ertragen? Nein! Oh nein, das stimmt nicht! Ist Oblomow ein missglückter Roman, weil sich der Faulpelz nicht aus seinem Bett bewegt? Oblomow ist intelligent und der Held also, nicht. Also, ich darf noch einen Einwand... Das ist jetzt schon ein Diagramm des Helden auf, den Sie akzeptieren. Und wer... Ein Autor, der einen Helden ins Buch stellt, das diesem Wunschbild nicht entspricht, der ist dann schon, der hat schon gar keine Chance mehr. Also das ist falsch. Da müsst ihr einen Prospekt herausgeben und sagen, so sind die Helden. Diese Helden kommen auf mich zu. Warten Sie. Ja. Man kann einen Roman mit einem Dummkopf im Mittelpunkt schreiben, aber sehr schwer. Da muss man genial sein, damit der Roman nicht langweilig und blöde wäre. Der Mann ist kein Dummkopf, sondern Sie haben das Buch in einem entscheidenden Punkt missgelesen, um es vorsichtig auszudrücken. Immer die ein Buch anders verstehen als Sie, haben es missverstanden. Nein, ich versuche es mit dem einen Punkt. Das ist wirklich das Buch, das die Aufregung, und das ist das Exemplarische, noch einmal festhält. Warum sind wir als Kinder eigentlich alle Genies? Dies ist ein Genie. Nein, sind wir nicht. Doch, wir sind es in gewisser Weise. Ja, das ist schon mal falsch. Also künstlerisch, wenn Sie sich angucken, wie Kinder schreiben, wie sie malen, wie sie mit Musik umgehen, das wird alles später meist zerstört. Bei ganz wenigen wird es entwickelt. Aber genial ist es nicht. Bei Mozart war es genial. Darf ich einmal ausreden? Dieses Buch zeigt einen Jungen, der wirklich in der Musik, im Malen, im Erzählen genial ist. Ein geniales Kind. Und Walser beschreibt sehr, wie das Leben ihn so beschädigt, dass er bis zum tragischen Mittelmaß wird, bis zum Selbstmörder fast, obwohl das
Ende offen bleibt. Das finde ich aufregend. Es ist das Buch, das schildert, warum zerstört uns die Gesellschaft, warum können wir uns eigentlich gegen eine Welt nur wehren, wenn wir uns in die Kindheit zurückziehen, dabei aber dann gegen das Leben verlieren. Also Frau das Löffel, ist für mich ein bitte, großer Abenteuerroman. Bitte, also ich habe von diesem Abenteuer nichts gemerkt. Ich finde das Buch ungeheuerlich langweilig. Es hat überhaupt nicht eine Episode, die mich irgendwie berührt hätte. Denn allen anderen Büchern, die wir heute debattieren werden, sind sehr wohl solche Episoden. Ich kann diesen Erfolg, diesen Riesenerfolg nicht begreifen. Also, ich glaube jetzt, nicht. Ich muss etwas einwenden hier. Ja. Und zwar, Sie setzen jetzt ein Märchen wieder in Umlauf, das immer wieder zirkuliert. Nämlich. Und das eigentlich nicht zirkulieren dürfte, nämlich, dass die erfolgreichen Bücher von den Verlegern gemacht werden. Und dass ein Verleger, der gewitzt genug ist und genug Geld hat, dass er aus jedem Ramsch einen Bestseller machen kann und die Esel von Lesern, die lesen alles, nur weil sie in so großen Inserat sind. Und das ist nicht wahr, das hat es noch nie gegeben. Doch, nein, wenn dieser Roman ohne den Namen Martin Walser in einem kleinen Verlag erschienen wäre, 2000 Exemplare und nicht 80. Also dann hätte erst das literarische Quartett des Jahres 2050 gemerkt, das ist ein guter Roman. Oh, da ist wir der hätten Roman ihn versäumt vergessen. Wahrscheinlich. Lieber, ich werde das ist einer der ganz großen deutschen Romane. Nach der Deutschstunde und der Blechtrommel wahrscheinlich der wichtigste Roman über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Also ich merke, wenn der dass die Deutschstunde jetzt auf so hoher Ebene steht. Mein Freund Lenz wird glücklich sein. Bitte. Wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Reich-Ranitzky, wird mir das Buch auch immer sympathischer. Ich denke, da ein mögliches Kriterium für den Erfolg mag wohl sein, die ungeheure Faktenfülle und Genauigkeit, mit der der Martin Walser die Kriegszeit und die Nachkriegszeit in den beiden Deutschländern beschreibt. Sowas von Detailtreue, das hat man schon lange nicht mehr in dieser Art gehabt. Hat man genau gewusst, wie das war an der Friedrichstraße, welche Dokumente und Stellen dazu man braucht, ist die Literatur um da, um sowas zu zeigen? Nein. Nein. Doch. Sie ist dazu da. Weil sie Weltfülle damit herstellt. Lieber, und das tut sie. Hier ist mein genereller Einwand. Was hier gezeigt werden soll, wird nicht erzählt und wird nicht sichtbar und vergegenwärtigt. Das Buch besteht stilistisch aus einer endlosen Aneinanderreihung von Auskünften. Es werden Informationen vom Autor erteilt. Der Held, sagen wir, und ich möchte es nicht parodieren, er geht spazieren, dann geht er abends eine Operette sehen im Metropoltheater, er bekommt einen Brief, das wird alles mitgeteilt. Das Bier kostet so und so viel. Und so alles wird mitgeteilt. Es ist eine Mitteilungsprosa und nicht eine erzählende Prosa. Es ist keine Vergegenwärtigung und deswegen langweilt mich das zu Tode. Es wird fürchterlich sein, wenn Sie das letzte Wort zu diesem Buch haben wollen, werde ich mich lange wehren. Denn das Buch kann nicht als schlechtes Buch sich von uns verabschieden. Doch, von mir als Schlechtes, von Ihnen als ein Meisterwerk deutscher Prosa. Im nächsten Jahrtausend wird man noch darüber reden. Das ist ja ganz kein kurz. Das ist ja noch nicht weit weg. Das wird schon der Fall sein. Das glaube ich auch. Ja, da bin ich schon der Meinung. Nicht bei Philippi. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder und ihr werdet euch an den Titeln des Buchs nicht mehr erinnern. Wie an die Titel verschiedener Romane von Grass sich keiner an die Titel erinnern kann. Leider erinnere ich mich an den Titel Die Rettin noch. Bitte, verderben Sie uns nicht die Laune. Freunde, wir lassen die Frage offen mit diesem Roman. Es gibt einen Roman von Erinnerungen von Hermann Kant, Abspann betitelt. Hermann Kant, ganz kurz, Schriftsteller aus der DDR, 65 Jahre alt, lange Jahre Präsident des Schriftstellerverbands. Ja, das sollte ich machen. Nein, das sollten Sie mal. Bitte. Ich würde zunächst mal sofort die Reihenfolge umdrehen. Ich würde sagen, in erster Linie ein Literaturfunktionär, ein SED-Funktionär, glaube ich, Mitglied des Zentralkomitees, lange Jahre Präsident des Schriftstellerverbandes und dann irgendwann auch Literat und vielleicht auch Schriftsteller. Auf die Reihenfolge würde ich doch großen Wert legen. Man merkt es auch an diesen Memoiren, die natürlich in diese merkwürdige Reihe, in dieses Genre der Rechtfertigungsmemoiren hineinfällt, die von ehemaligen DDR-Größen in der letzten Zeit uns aufgetischt worden sind. Aufgetischt auch in dem Sinne, wie Wahrheiten oder Halbwahrheiten uns aufgetischt werden. Es ist sicher eines der unangenehmsten Bücher, die ich in diesem Herbst habe lesen müssen. Gleichzeitig auch faszinierend unangenehm. Dieser Hermann Kant schien mir doch ein Mann geradezu gepanzert in Frohsinn.
Der Mann ist... Gute Laune. Ja, er ist einfach unverwundbar. Es, nichts kommt an ihn heran. Seine strahlende Selbstsicherheit ist einfach durch nichts zu irritieren. Sein Leben ist vielleicht interessant und vielleicht noch einigermaßen sensibel in der Art, wie er über seine Kindheit und Jugend spricht. Aber von da an ist er nur noch Funktionär. Und das, was er als Funktionär mitzuteilen hat, ist eine Mischung aus Selbstrechtfertigung und auftrumpfendem Selbstgefühl, das wirklich durch nichts zu beschädigen ist. Und diese Art, die dann über 400 Seiten entlang geht, ist eine einerseits wirklich für er faszinierend, andererseits für mich ziemlich degutant. Ich bin völlig Ihrer Meinung, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Trotzdem habe ich das Buch mit großer Spannung gelesen. Ich will auch sagen, warum. Es ist erstmal das Buch eines Mannes, mit dem man sehr bald Mitleid bekommt. Er hat ein so kleines Ego, dass er sich dauernd wie ein Pfau spreizen muss, dass er angibt, dass Frau Ulbricht ihn gern gelesen hat und dass darauf auf Knopfdruck alles funktionierte, dass er in Florenz erkannt wurde, auf einem Schriftstellerkongress sogar von zwei Amerikanerinnen. Amerikanerinnen. Ja, das alles. Aber darüber hinaus ist es ein Buch, das diesen kleinen, lächerlichen Feudalstaat DDR in all seiner Kläglichkeit zeigt. Und ich will eine winzige Geschichte dazu erzählen. Er bringt ein Sabberlätzchen für sein Kind aus dem Westen aus Plastik mit. Und jetzt möchte er, dass in der DDR vielleicht auch solche Sabberlätzchen hergestellt werden, weil die Kinder das ja brauchen. Und jetzt denkt er, wenn ich das dem Berliner Parteivorsitzenden schicke, da wird er denken, ich mache mich über ihn lustig. Dann schreibe ich aber in einem Begleitbrief, dass ich das ernst meine. Dann liest er vielleicht den Begleitbrief nicht zuerst, dann falle ich in Ungnade. Also, wenn ich es aber der Sekretärin schicke, also sucht er um ein Gespräch bei dem Schabowski an, kommt da und die beiden Männer unterhalten sich stundenlang, wie man solche Sabberlätzchen herstellen könnte und dass die Volkswirtschaft durcheinander kommt. Also es ist, das ist sehr erhellend für diesen Feudalstaat. Ja, aber das, was mir gefehlt hat an dem Buch, war ein Mann, der eine so mächtige Funktion im Kulturleben, im Literaturleben der DDR hatte, sollte doch irgendwann einmal über seine eigene Position reflektieren. Sollte sich irgendwo in Frage stellen und sagen, wie habe ich es nun eigentlich mit der Macht gehalten? Schließlich ist er die ganze Zeit mit der Macht im Bett gelegen. Aber er reflektiert es nie. Ich glaube, das sind Dinge, die unbedingt zur Sprache kommen müssen. Das stimmt, diese Elemente, gewissermaßen ethnologische Elemente aus der Geschichte der DDR, die sind schon drin. Aber gerade diese Geschichte mit dem Sabberlätzchen, die setzt er so ein, um sich über die DDR lustig zu machen. Ja. Und gleichzeitig ist das Buch der Wutschrei darüber, dass es diese DDR nicht mehr gibt. Das ist für mich ein ganz unheimliches Buch. Der Entwickler lässt so eine riesen Sprachwolke wie eine Nebelwand produziert, der tausend Dinge, die nicht wichtig sind, alles durcheinander und zwischen heraus krallt er dann mit ganz hauenden Krallen plötzlich los. Also kaum einer, der erwähnt wird, der nicht dann so einen Riss im Gesicht hat. Er ist ein sehr begabter Verleumder. Also ein bösartiges Buch. Ich habe Angst vor diesem Mann, der ist heute noch gefährlich und da muss man aufpassen. Deshalb hätte ich ihn fast gelobt hier, weil man so Angst vor ihm bekommt. Ja, aber das Buch hat etwas davon. Ja. Freunde, Augenblick mal. In jedem Gericht muss es auch einen Pflichtverteidiger geben, wenn nicht einen anderen. Wenn kein anderer die Rolle übernehmen will, übernehme ich die. Ich werde mal den Kant ein bisschen verteidigen, denn das, was sich hier abspielt, beginnt ungerecht zu werden. Die Kritiken, die bisher in den großen Blättern über den Roman veröffentlicht wurden, sind alle sehr unangenehm. Alle Blätter, die großen, haben falsch gehandelt. Nämlich, es liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Günter Kunert, mein Freund, den ich verehre und bewundere, darüber schreiben, der Spiegel, das schrieb Monika Maron in der Zeit Günter de Bruyne. Alle drei stammen aus der DDR, alle drei sind Opfer der DDR und in diesem Sinne auch Opfer des Schriftstellerverbands, an dessen Spitze viele Jahre Hermann Kant stand. Seit wann urteilen die Opfer über die Täter? Das ist nicht in Ordnung. Die Kritik von Günter Kunert, den ich so sehr schätze, ist eine ganz ungerechte, einseitige Kritik. Ihm ist Böses angetan worden und er rächt sich.
Rache hat in Kritik nichts zu suchen. Auch Monika Maron hätte schweigen sollen. De Bruyne kommt noch am besten weg, der gewisse Dinge als einziger bei ihm sieht. Eine kleine Korrektur. Monika Maron hat das Buch im Spiegel nicht besprochen, sondern Herr Rummler hat es besprochen. Monika Maron hat nur im Anschluss an diese Kritik eine Polemik gegen diesen Wust und diese von DDR-Rechtfertigungsschriften. Ja. Ja, und ich habe es heute wieder in den Nachrichten erlebt. Da verlässt also der Herr Wolf den Gerichtssaal und sagt, jetzt gehe ich zur Buchmesse mein neues Buch vorstellen. Na gut, etwas widerlich wird einem dabei schon Nun, der Fall Hermann Kant ist so einfach nicht. Ich habe ihn in der Zeitung genannt, einen Halodri und einen Spitzbuben. Je ne regrette rien. Ich bedauere es nicht, ich ziehe es nicht zurück. Es hat er Sie geklagt? Nein, er hat mich nicht verklagt. Er wird mich auch jetzt, nachdem ich es wiederholt habe, nicht verklagen. Er ist ein Spitzbube, er ist vielleicht ein Halunke, er ist ein Halodri. Aber schreiben kann er. Nein. Langsam. Also wenn Sie das mit Walsers Prosa vergleichen, diese Stümperei, diese wirkliche Sprachlawine schlechter Bilder. Ich habe Sie ja auch ausreden lassen mit allen Ihren Hymnen auf Martin Walser, die wir von Ihnen, Herr Karasek, seit 25 Jahren hören. Sie sind ein Konsequenter. Er bleibt sich treu. Er bleibt sich treu. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, hat Biermann unlängst gesungen. Und Biermann hat recht. Also, zurück zum Fall Kant. Kant ist ein Mann aus einer proletarischen Familie aus Schleswig-Holstein oder Kleinbürgerlichen. Er wurde Soldat, kam in Kriegsgefangenschaft und war in Warschau in einem Kriegsgefangenenlager und kam dann in diese Antifa-Erziehung, die von der DDR aus dirigiert war, und kam dann in die DDR. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, die mir nicht gefallen haben. Ich habe über die Aula mit größer Skepsis geschrieben, nicht ganz abgelehnt, aber doch ziemlich. Und sein Buch Impressum ist noch schlechter. Und dann hat er einen Roman geschrieben, der in Warschau spielt, zum großen Teil im Kriegsgefangenenlager, Aufenthalt. Und ich habe ein verlogenes Buch erwartet. Und er hat ein sehr wichtiges, sehr beachtliches Buch geschrieben. Und einer, der ein gutes Buch im Leben schreibt, ist ein guter Schriftsteller. Christa Wolf kann machen, was sie will. Sie hat Nachdenken über Christa T. geschrieben, das werden wir nicht vergessen. Gut, wir sprechen aber jetzt über das nächste Buch. Und das nächste. Halt. Dieses Buch zeigt allerlei. Was ihr gesagt habt an Negativen, ist ja alles im Detail richtig. Nur, im ersten Drittel dieses Buches schildert er seine Jugend in Schleswig-Holstein. Vor dem Krieg. Wiederholungen aus anderen Büchern. Das weiß ich nicht. Sie wissen das besser als ich. Ich weiß nur, er hat diese Jugend gut geschildert. Und Günther de Bruyne hat als einziger der Kritiker gesagt, glänzend. Wenn das ganze Buch über dieses Thema wäre, da ist er frei und da kann er schreiben, was er will. Das stimmt nicht so gut. Nein. Das ist eine herkömmliche, längst bekannte Art, so mit einer gewissen Ironie über die eigene Jugend zu sprechen. Das ist so ins Buch. Und Walser ist nicht herkömmlich. Nein. Das ist was Kant, die Sprache von Kant, das ist so der ins Putzmuntere gesteigerte sozialistische Realismus. Das kann heute fast jeder. Also das ist doch keine Leistung mehr. Sprache eines Konferenziers. Das Negative in den nächsten Teilen kommt ja gleich. Er hat auch in den beiden Teilen, die euch so missfallen, gar manches geschrieben, wo ich sagen muss, Hut ab. Wie er Honecker auf drei Seiten einmal porträtiert. Na, wer kann das unter deutschen Schriftstellern? Nicht bösartig und nicht glorifizierend. Wie er den Honecker zeigt, sehr gut. Also so. Aber das sind doch lauter affirmative Porträts. Nein, es ist überhaupt nicht affirmativ. Es ist alles affirmativ. Er entschuldigt den Honecker ununterbrochen. Nein, was? Lieber, er ist nicht der einzige, Liebe, unter den Intellektuellen, die was taugen in der DDR, die über den Honecker anders reden als über Ulbricht. Ulbricht erscheint immer als der Böse. Ich frage doch einmal, was ein Intellektueller für eine Rolle zu spielen hat gegenüber den Mächtigen. Hat er sich wirklich mit ihnen so zu identifizieren? Hat er sie im Nachhinein noch zu entschuldigen? Der Trick beim Hermann Kant ist, glaube ich, der, dass er den Mächtigen aggressiv nach dem Munde redet. Ja. Natürlich hat er das getan, aber Sie haben vorher gesagt, es sei absolut unbegreiflich, wie in guter Laune schreibt, alles flott, immer weiter weg. Und Herr
von Matt hat was ganz anderes. Der sagt, das ist ja unheimlich. Das ist doch ein Mann mit einem ungeheuren Komplex und ein Mann, der leidet und natürlich an seiner Vergangenheit. Ja, aber vorhin haben Sie einen Mann, der einen ungeheuren Komplex hat, haben Sie gesagt, er darf in der Literatur nicht erscheinen. Darf er denn als Schriftsteller? Ja, natürlich darf er in der Literatur erscheinen, aber der hat einen Komplex wegen seiner Tätigkeit in einem Staat, mit dem er sich 20, 30 darf Jahre identifiziert hat. Der hat nur die Sache mit der Mutter, die Getue mit der Mutter, meine innigste. Herr Reich-Ranitzky, darf ich zum Trick mit der Kindheit bei Kant kommen? Ja. Der Kant macht zweierlei in dem Buch. Er beschreibt seine Kindheit und er sagt, als Proletarier hätte ich nie eine Chance in dieser kapitalistischen Gesellschaft gehabt. Und das und das Erlebnis des Kampfes gegen die Faschisten später hat mich zum Kommunismus gebracht. Am Ende der DDR schreibt er, jetzt werden wieder die Schranken meiner Kindheit aufgerichtet werden. Jetzt wird es den Proletariern wieder schlecht gehen. Hat Herr Kant nicht einmal in seinem Leben die Augen in Bitterfeld aufgemacht? Weiß er denn nicht aus Gesprächen mit Kollegen, dass das Hauptverbrechen der DDR ihr Verrat an der Arbeiterklasse war, in deren Namen sie aufgetreten sind? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, das Buch geht so, er hat einmal gesagt, kommt Zeit, geht Unrat bei der Ausbürgerung von Biermann. Ja. Mhm. Jetzt sagt er, dieser Satz hat mir nicht gut getan, hat mir geschadet. Das heißt, er bedauert den Satz nicht wegen des Opfers, sondern weil er seinem feinen Bild, das er jetzt in dem Buch wieder auf Hochglanz zu polieren sucht, schadet. Wie geht er mit seinem Leipziger Professor um, der verstorben ist und sich nicht mehr wehren kann? Kantorowicz wird in dem Buch Berliner Professor als Verleumder und Lügner abgestempelt, weil Kantorowicz in dem Studenten Kant schon den üblen Schleimer, Mitläufer und Denunzianten sah. So, jetzt werde ich leider wieder verklagt. Eine Fülle solcher Elemente ist in dem Buch abstoßend. Gar keine Frage. Interessant ist, wie er sich über Schriftsteller äußert, die er zu deren Flucht aus der DDR nicht verholfen hat, sondern die er gezwungen hat, mehr oder weniger, zur Flucht aus der DDR. Also Sarah Kirsch. Er giftet ihnen noch nach. Er sagt, das ist eine Ungeheuerlichkeit über Sarah Kirsch, deren Qualität als Dichterin ein Mann wie Kant schon erkennen muss. Gibt es nur einen Satz im ganzen Buch, ein negativer Satz. Ja, wir haben sie auf unserer Seite. Nein, eben nicht, weil man gerecht sein muss und das Positive anerkennen muss. Und ihr seht nur das Negative, wie Kunert in seiner Kritik. Es ist nicht alles schlecht in dem Buch. Natürlich. Hängt das vielleicht damit zusammen, Herr Reich-Ranitzky, dass Sie selber in dem Buch erst auf Seite 272 vorkommen und da durchaus positiv? Ich komme meist negativ vor. Aber dass ich da vorkomme, fünfmal ist völlig uninteressant. Und das hat auf mein Urteil über ihn nun wirklich keinen Einfluss. Denn er sagt Ihnen nichts Böses nach. Da haben Sie aber sehr oberflächlich gelesen. Aber wir wollen jetzt uns nicht darüber unterhalten, was er über uns alle sagt. Denn er sagt ja über unendlich viele Schriftsteller, Literaten in der Bundesrepublik und über die meisten, mit Ausnahme von Grass, doch ziemlich negativ. Nein, ich verteidige nicht den Mann, sondern mir geht es um eine Sache, die ihr nicht verstehen wollt. Wir haben von Oscar Wilde, spätestens bei Oscar Wilde, gelernt, wer seine Wechsel nicht zahlt, wenn einer seine Wechsel nicht zahlt, ist damit noch nicht bewiesen, dass er schlecht Violine spielt. Wenn einer ein Hallodri und Halunke in der DDR... Hallodri klingt so wie Operettenbuffo. Ja. Dies ist ein Schriftsteller in diesem Buch, das möchte ich nach wie vor behaupten, ohne jegliche Sprache. Dies ist ein miserabel geschriebenes Buch von der Kindheit bis zum Ende der DDR. Und das ist viel zu rasch geschrieben, es ist auf den Tisch geschludert, vom Anfang bis zum Schluss. Ja, es ist vor allem eine ganz gepanzerte Sprache, die überhaupt keine Erkenntnis und keine Erfahrung zulässt. Jemand hat doch hier gesagt, diesem Buch kann man ja entnehmen, was für ein schauderhafter Staat die DDR war. Also ist es wohl nicht so schlecht geschrieben. Nein, aber unfreiwillig, dieses Beispiel habe ich nicht erzählt, dass er sich mit den Lätzchen lustig macht. Das will er zwar, aber dass er in Wahrheit zeigt, wie er damals lavieren wollte, um sich mit dem Lätzchen in den Sumpf zu ziehen. Gut. Ich könnte viele solche Geschichten aus dem Buch erzählen. Der Erkenntnisprozess ist nur unfreiwillig. Nein, und nicht freiwillig.
unfreiwillig. Es ist, ja, es ist ein unfreiwilliger Erkenntnisprozess. Auch das ist für mich zweitrangig. Wenn ich einem Buch einen Erkenntnisprozess verdanke, ist die Frage, ob der Autor das wollte oder nicht, für mich nicht so wichtig. Gut, soweit. Ja, so gut. Und er zeigt sehr viel aus der Realität der DDR, wie er sehr gut in dem Buch Aufenthalten war, einen Augenblick gezeigt hat, was sich mit Deutschen und Polen 45, 46 abgespielt hat. Da hat er niemanden geschont, da hat er niemanden zum Munde geschimpft. Ein sehr beachtliches Buch. Ich will nur, dass ihr eins tut. Funktionär, sehr schlimm, hat Schlechtes im Leben, hat manche wurscht, den wenn Menschen das Buch gut angetan. Wäre. Aber das ist jetzt eine Unterstellung. Jetzt ist es eine Unterstellung, dass Sie sagen, das Buch finden alle nur schlecht, weil Kant die und die Vergangenheit hat und die politischen Ämter und die Positionen. Und wenn er das nicht gehabt hätte, dann würden wir alle das Buch gut finden. Das können Sie uns doch nicht unterstellen. Nein, ich meine nur, es war nicht sehr glücklich, dass man das Buch zur Besprechung jenen gegeben hat, die Unrecht erlitten. Es gibt ein dämonisch großes Buch von einem Schriftsteller, Celine. Eine einzige Rechtfertigungsschrift eines schlimmen Nazis. Und was für ein großartiges Buch, ja, in fremden Schlössern. Lieber, also das ist nicht... Wir können bei jedem Buch einen anderen Autor nennen, der besser ist. Nein, nur weil Sie unterstellt haben, wir wollen über den Autor, dass er so war, wenn er jetzt ein wirklich böses oder glänzendes oder grandioses Buch geschrieben hätte, hätte man gesagt, na gut, er war Schriftstellerpräsident und als solcher ziemlich mieser Typ, aber jetzt... Er kann schreiben, aber das Gegenteil ist richtig. Man möchte fast entschuldigen, dass er Verbandsfunktionär war, weil ihm das so oft am Schreiben hinderte, weil er andere Aufgaben hatte. Ich habe das ja nicht ab heute, sage ich, dass er schreiben kann. Ich habe das in früheren, auch negativen Kritiken über ihn doch gesagt. Angesichts dessen, wie heutzutage Schriftsteller schreiben in deutscher Sprache und langweilig sind, ist er so langweilig und schlecht wieder nicht. Aber wir können die Frage, was heißt wir können? Wir müssen sie offen lassen, wir brauchen uns nicht zu einigen. Die Schwächen des Buches liegen auf der Hand. Die Vorzüge sollte man nicht ganz, glaube ich, außer Acht lassen. Ein drittes Buch, Tillmann Spengler, da Lenins Hirn. Das ist auch Ihr Geschmack. Sind ja mit all, ihr seid ja alle so glücklich mit allen. Na, Sie waren doch jetzt eben der einzig Glückliche im Moment. Nein, der Glückliche nicht. Ich war ein Verteidiger. Und ich finde, trotz allem hat es der Mann verdient, dass man ihn verteidigt. Ja, jetzt ist aber genug. Genug. Also los, Tillmann Spengler. Lenins Hirn. Lenins Hirn, das ist ein Roman, der als Projekt außerordentlich ist. In seinem Vorhaben, in seinem Ziel. Es ist vorgesehen, geplant als ein dokumentarischer Roman über einen Hirnforscher, der sämtliche Phasen des 20. Jahrhunderts durchlebt und in diesen Phasen gleichzeitig im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Macht, zwischen Wissenschaft und Politik sich bewegt und dann noch eine Menge so privater Dinge um ihn herum hat. Es ist der Roman einer Karriere, wie sie faszinierender von der Idee her kaum zu denken wäre. Aber und das Ganze leidet daran, dass der Verfasser keinen Roman schreiben kann. Der ist ganz und gar nicht imstande, einen Roman zu schreiben. Verzeihen Sie, Herr Karasek hat im Spiegel geschrieben, dass ein Meister... Ja, aber Sie reden immer von den Kritiken, die erschienen sind. Was spielt doch keine Rolle. Aber der Mensch sitzt hier, der... Ja, der wird sich schon noch äußern. Der wird sich schon noch selber wehren. Ja, das möchte ich hören. Was er macht... Was er verspricht, ist eine Galerie der interessantesten, hochinteressanter Leute des 20. Jahrhunderts, Politiker, Wissenschaftler, alles Mögliche. Und wer auftritt in dem Buch, ist von Anfang an ein Idiot. Es sind nur Karikaturen, die in diesem Buch erscheinen, nur Witzfiguren. Mir stört es nie, dass es Idioten sind. Und bei Walser hat es mich nie gestört. Warten Sie, bis ich ausgeredet habe. Meine Argumente sind nicht so plötzlich, die entwickeln sich langsam. Es sind lauter Simplicissimus-Witzfiguren, die auftreten. Das ist am Anfang ist das ganz lustig. Und so bis Seite 50 ist man sogar geschmeichelt, weil man der einzige Gescheite ist. Man kommt sich immer genialer vor. Man ist in einer tollen Situation und dann merkt man, ja, es kann ja wahrscheinlich ja nicht so sein. Und dann wird das immer öder. Und es wird immer langweiliger und es hängt nichts zusammen in dem Buch, nichts passt zusammen. Der kann nicht entwickeln, der kann nicht entfalten, der kann nicht vorbereiten. Figuren kommen, dann sind sie wieder weg. Und am Schluss ist man zutiefst frustriert, weil der uns versprochen hat, dass man etwas lernt. Makulatur.
eigentlich Makulatur. Nein, es ist eine Sammlung von Kabinettstücken. Der versucht immer auf jeder Seite ein kleines Prosa-Kabinettstück zu bringen. Es ist ja wie eine Kollektion von Tapetenmustern in allen Farben, wird da etwas gemacht, aber es ist kein Roman. Ich, bitte. Frau Löffler? Frau Löffler, er muss ja seine große Verteidigungsarie singen. Nein, das möchte ich ihm zerschmettern, er soll es gleich machen. Ja. Nein, ich will nur sagen, es sind nicht nur Simplicissimus-Figuren, denken Sie an die Frauen in diesem Buch, das sind durchaus keine Idioten, sondern die sind sehr viel klüger, als es normalerweise Frauen in Romanen erlaubt wird. Und denken Sie weiter daran, es ist ein ironischer Roman, der, und das finde ich von der Idee her und von der Ausführung auch gut, der über die Genialität aus der Perspektive der unendlichen Dummheit schreibt. Also es wird vorgeführt... Aus der Perspektive der Mediziner. Sehr interessant. Nein, aus der Perspektive der unendlichen Dummheit. Es gibt die Dummheit der Ideologen, es gibt die Kommunisten, es gibt Lanz von Liebenfels, Rassen... Der Vogt. Ja, der Vogt ist aber nur einer der Helden. Insofern hat Herr von Matt recht. An Herrn Vogt wird aufgehängt dieser verzweifelte Versuch eines Jahrhundertromans, eines Jahrhunderts, das die Genialität materialisieren will. In zwei großen Ideologien ist das ja geschehen. Da hat man ja versucht zu sagen, den Wert von Menschen kann man materiell feststellen. Und dies wird als ein wunderbarer, das wird in einem wunderbaren Buch als ein Wahn entlarvt. Ich gebe zu, da bleiben oft nur Tapeten. Aber das liegt, glaube ich, an der Einsicht des Autors, dass ein solcher Roman nicht von richtig großen Helden, von Spielern und Gegenspielern bevölkert werden kann. Es gibt übrigens ganz tragische Geschichten. Ich finde die Geschichte der Familie Krupp, wie sie den Medizinern in die Hände fallen, die sie eigentlich stützen sollen und so weiter, wie Mediziner mit den Krupp spekulieren, wirklich aufregende, romanhafte und romangerechte Passagen. Ja, das ist ein Stoff. Bevor Frau Löffler, ich möchte dich nur über etwas informieren, eine reine Information. Ich glaube, keiner unserer Zuschauer kann das kapieren. Der Roman, die Handlung des Romans beginnt im wilhelminischen Deutschland mit einem ziemlichen Milieu, mit Milieuschildern, mit dem ganzen Hintergrund. Der Professor ist dann, Vogt, der Hirnforscher, in der Weimarer Republik tätig und wird während dieser Zeit nach Moskau gerufen, um das Hirn des eben verstorbenen Lenins zu analysieren, um die Genialität Lenins in seinem Hirn genau festzusetzen. Schon als Lenin lebte, hat man mit ihm verhandelt, es wird der Augenblick kommen, wenn, so wie manche Redakteure Nachrufe für noch lebende Menschen vorbereiten, kommt ja in unserer Branche vor. Der letzte Teil des Buches spielt im Dritten Reich und hat nun mit dem nationalsozialistischen Deutschland einiges zu tun. Schluss meiner Erklärung, Frau Löffler, bitte. Ich verstehe ja nichts von Gehirnphysiologie. Nach diesem Roman verstehe ich noch weniger davon. Aber eines scheint mir doch immer klar gewesen zu sein, dass diese Art des Versuches, anatomisch zu lokalisieren, wo nun die Genialität, an welcher Stelle sie im Hirn sitzt, wahrscheinlich ein Irrweg gewesen ist. Und zwar ein typischer Irrweg des materialistischen 19. Jahrhunderts, des biologischen Positivismus. Also insofern kann ich nicht ganz sehen, warum das die wichtigsten Themen des 20. Jahrhunderts gewesen sind. Ich glaube, dass dieser Herr Vogt als Wissenschaftler ein typischer Mann des 19. Jahrhunderts war. Das ist richtig. Dahinter aber scheint mir noch eine ideologische Strategie zu stehen, die mir einerseits zu erklären scheint, warum dieses Buch so erfolgreich ist im Moment, auch so viel besprochen wird und andererseits auch wieder meine Bedenken gegen das Buch hat. Die Idee oder der abseitige Tatbestand, auf den der Tillmann Spengler gekommen ist, ist, dass Lenins Hirn abgängig ist. Das stimmt übrigens. Es ist wirklich abgängig. Es ist abgängig, aber es ist seither niemandem abgegangen. Ja. Sehr gut. Ja. Wenn nicht der Tillmann Spengler gekommen wäre, der jetzt gesagt hat, wo Lenins Hirn verschwunden ist. Es wurde also seziert, in Scheibchen geschnitten, dann falsch beschriftet und ist in irgendeinem hirnanatomischen Institut in Berlin verschwunden. Und jetzt kommt die böse Point in dem Roman, die noch eigentlich niemand so richtig gewürdigt hat und die mir nun wirklich zu denken gibt.
die Absicht war, dass Vogt feststellen sollte, Lenin war genial. Das Hirn aufgeschnitten hat dann gezeigt, er war genial an der Größe der Zellen, ganz augenscheinlich. Dann kommt ganz am Schluss, wie wir im Dritten Reich sind, plötzlich ein Brief von den Nazis, die sagen, der Lenin soll doch ein Luetiker gewesen sein. Hat man nicht an den Veränderungen seines Gehirns gesehen, nicht, dass er genial war, sondern dass er ein Syphilitiker war? Das wird bestätigt. Also eigentlich die Demontage, die dieses Buch an Lenin, gerade komischerweise, es passt so gut in die Zeit, wo also sozusagen das Zentralorgan des Kommunismus jetzt auch noch demontiert wird, wird also gesagt, Lenin war ein Syphilitiker. Das war aber bitte ein böser Propagandawitz der Nazis und über den sollen wir noch mal lachen. Also erstens mal, es war kein Propagandawitz, aber darum geht es gar nicht, weil es ist so unwichtig. Das ist nicht unwichtig, das ist die Schlusspointe, die geheime, böse Schlusspointe des Romans. Herr Karasek, ich komme jetzt dran, ich möchte nur eine Frage von Ihnen beantworten. Was ist denn an diesem Buch so literarisch bedeutsam, dass Sie es auf so hoher Ebene sehen? Vielleicht, ich fand es thematisch, ich kann das mit der Antwort an Frau Löffler ein bisschen erklären. Natürlich sind das Theorien des 19. Jahrhunderts, Sie haben völlig recht. Und es gelingt diesem ironischen Buch zu zeigen, dass diese veralteten materialistischen Theorien die drei größten Warnsysteme des 20. Jahrhunderts beherrscht haben. Der Vogt wäre den Nazis höchst willkommen gewesen. Er war aber ein sehr aufrechter Deutschnationaler, der für die Reichswehr Hunde und Brieftauben auf deren Genialität untersucht und gezüchtet hat. Dieser Roman zeigt in Kabinettstücken wie ein Salonroman. Und da habe ich gesagt, es ist in der Art wie Musil ein bisschen geschrieben, der ja also auch mich erinnert es eher an Fontane, aber schlechter. Gut, schlechter ist es immer. Das wird ja ganz schlimm. Ja. Also man soll die Namen nicht unnütz. Du sollst im Munde die Namen deines Herrn nicht unnütz. Fontane und Musil, gleich kommt noch Thomas Moment, Mann und ich will den Vergleich, doch der Vergleich ist doch nur einer der Methode. Ja. Der Musil hat sich auch ein besonders dummes Ereignis genommen, um einen Roman zu schreiben. Und Vogt nimmt sich ein sehr reelles, dummes Ereignis, nämlich den Auftrag der Kommunistischen Partei, die Genialität ihres großen Führers durch einen deutschen Arzt untersuchen und beweisen zu lassen. Das ist ein ähnlich abstruses Unternehmen wie diese Jahrhundertfeier im Museum. Das ist ja das meine ich. Dass das so abstrus hingestellt wird. Aber die ganze Sache, diese Art von Wissenschaft, die ist einfach nicht so leicht, mit der kann man nicht so leicht fertig werden, wie dieser Roman damit fertig wird. Wir lachen jetzt darüber, dass einer sucht, die Genialität in einem Hirn herauszuoperieren sucht. Von da gehen direkte Entwicklungslinien zur heutigen Gentechnologie und das ist gar nicht lustig. Man darf, diese Dinge sind viel gefährlicher und viel unheimlicher gewesen, als dass man jetzt so eine Art dick und doof in der Villa Krupp gibt es eine verwirrte Unterhaltung zwischen Generälen und Wirtschaftsführern, die sagen, man müsse diese Untersuchungen machen, um das Geniale im deutschen Volk weiterzuentwickeln und zu fördern. Das hat durchaus gruselige Aspekte, richtig in Hinrichtung der Manipulation, wie sie immer noch stattfinden. Vielleicht darf ich hier eins ergänzend sagen, weil das hier, glaube ich, niemand verstehen kann. Vogt ist eine reale Figur, nicht eine von dem Autor Spengler erfunden. Ja. Auch andere, nicht alle Lenin Figuren. Ist auch eine reale Figur. Eben. Ach nein, aber wirklich, das ist ja interessant. Wir verdanken, sind Ihnen dankbar für diesen Hinweis. Zwar hirnlos, aber... Wir danken Ihnen für den Hinweis, dass Lenin wirklich gelebt hat. Die Folgen sind bis heute, leider, möchte ich sagen, dieser Realität. Also, es sind reale Figuren, andere erfunden vom Auto und bei den Realen hat das sehr heute viele... Heute sind Sie aber streng mit Hinzufügen. Langsam, Augenblick mal. Ich finde dieses Buch gar nicht übel. Es sind ganz schöne Genreszenen aus dem wilhelminischen Deutschland, ganz schön geschrieben, auch nachher in der Sowjetunion, wie er da kommt, in der Zeit von Lenins Tod, wie er empfangen wird, wie sich das alles abspielt, wie er fabelhaft die Sowjetunion findet. Und er guckt aus dem Fenster und da stehen Leute in Lumpen gehüllt und stellen sich an. Kann er nicht begreifen, was die wollen. Vielleicht Theaterkarten, aber die wollen was zu essen haben. Ja, kurz, es ist ganz plastisch geschildert, allerlei. Die Figuren sind nicht gut, aber die Genreszenen. Es ist stilistisch korrekt, es hat einen gewissen Humor, es ist durchaus intelligent. Ich befürworte das Buch nur mit der Literatur.
hat es rein gar nichts zu tun. Es hat überhaupt nicht, kein Berührungspunkt. Das höre ich dauernd. Also es gibt offensichtlich, das haben Sie ja schon bei Walser gesagt, es gibt offensichtlich eine Instanz, das Deutsche Patentamt für Literatur, wo jemand sitzt und sagt, zeigen Sie mir Ihr Buch und ich sage Ihnen, ob Sie was mit Literatur zu tun haben. Jawohl, jawohl, so eine Instanz gibt es. Jetzt würde ich diese Instanz ganz gern mal nach den Kriterien fragen. Ja, jetzt passen Sie mal auf. Jetzt werde ich Ihnen sagen, es gibt nicht eine solche Instanz, sondern mehrere. Und einer, der dazugehört, eine solche Instanz, heißt Helmut Karasek. Wir Kritiker sind die Instanzen. Es gibt nicht eine. Und die Frage nach den Kriterien, ich bitte Sie, Sie sind doch von unserer Branche. Die Frage kann man doch nicht beantworten. Wir alle leiten die Kriterien jeweils. Das war polemisch gemeint, weil ich gelesen habe in einer Zeitung, das Buch sei kein Roman, weil es dauernd die Erzählperspektive wechselt. In einem Hamburger Nachrichtenmagazin, wir wollen diese Sprache nicht einführen in einer Zeitung, sondern in der Wochenzeitung Die Zeit hat das Ulrich Greiner. So ist es, ja. Immer Ross und Reiter wollen wir mal lieber nennen. Ja? Das Ross war Ulrich Greiner, der Reiter Die Zeit. Oder also gut, ich meine nur, Greiner hat wohl was anderes gemeint. Ein Roman ist es natürlich. Was ist ein Roman? Die Forstersche Definition ist die beste auf Erden, die einzige, an die ich glaube, hat gesagt, ein erzählendes Buch im Umfang von über 200 Seiten ist ein und Roman. Unter 500 für Reich Ranitzky. Nein, nicht unter 500. Sehen Sie, Sie missverstehen mich immer. Ich habe nur gesagt, es gibt heute keine Autoren und keine Leser für Romane über 500 Seiten. Das ist was ganz anderes. Ja, also, zurück zu ihm. Natürlich ist es ein Roman. Es ist literarisch überhaupt nicht vorhanden, das Buch. Geschrieben von einem Naturwissenschaftler oder Soziologen. Sinologen. Ein sehr intelligenter Mensch offenbar. Nur, er hat sich überlegt, wie schreibe ich einen Bestseller? Und hat einen Bestseller geschrieben. Das ist doch eine Leistung. Er hat überhaupt keine Sprache. Und das, woran man Literatur erkennt, Sie haben gesagt, und die Kriterien, es ist immer die Sprache. Immer an der Sprache. Und die hat er überhaupt nicht. Und deswegen hat er eine Leistung des Rowohlt Verlages, so wie es vorher eine Leistung des Surkamp Verlages war. Aber Sie wissen nicht, wie oft mich der Verleger von Rowohlt Naumann angerufen hat. Ein Meisterwerk, ein geniales Buch. Dann haben Sie sich entschlossen zu sagen, es hat keine literarischen Qualitäten. Nach dem fünften Anruf waren Sie so weit. Nein, der Kerl soll mich nicht weiter ärgern. Sondern ich bin seit 30 Jahren daran gewöhnt, dass die Verleger ihre Neuerscheinungen in der Zeit der Messe als geniale Werke ausgeben. Unseld ist der größte Meister, der Surkamp-Chef auf diesem Gebiet. Der sagt bei jedem Buch, unter uns vertraulich, es ist eines der größten Bücher unseres Jahrhunderts. Ja, und wenn man sagt, ich habe es schon gelesen, es taucht nicht, sagt er, na gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Du hast einen Mann, ein praktischer, realer Mann. Nein, es ist gar nicht so schlecht, es ist ganz hübsch geschrieben, ich sehe nicht den geringsten künstlerischen Wert in diesem Buch. Also, mir hat so offenbar den habe ich ja ein bisschen widerwillig verteidigt, den Kant, der gefällt mir gar nicht, der Spengler, der Walser gar nicht. Nun, das Buch des Holländers Notepoom. Der Einfall, dieses Buch hier zu behandeln, geht auf Frau Löffler zurück. Ich möchte ja was Gutes über Sie sagen. Auf Sie. Sie stellen das Buch gleich vor. Soll ich es vorstellen? Nein. Los. Karasek wollte es vorstellen. Bitte. Also ich, also los, aber ohne Pause. Ohne Pause. Also das Buch ist eine Erzählung über, eigentlich ist es eine Erzählung aus dem Paukermilieu, zwei Lehrer, eine Schülerin und ein Schulmädchen. Der eine Lehrer mit sportlicher Figur, Turnlehrer, liebt das Schulmädchen, das die beste Schülerin in der Schule ist. Aus Rache verliebt sich seine Frau, die eine Biologielehrerin ist, in den Lateinlehrer. Am Schluss wird der Lateinlehrer niedergeprügelt und beide Lehrer müssen die Schule verlassen. So könnte man das Buch erzählen und man würde ihm schrecklich... Wenn Sie den Hamlet erzählen, würden wir alle sagen, das ist der letzte Mist. Ja? Ich wollte sagen, so könnte man das Buch erzählen, aber man würde ihm unheimlich viel Unrecht tun, denn es ist ein Buch, das durch seine literarischen Mittel aus diesem Fall etwas sehr Bezauberndes, Melancholisches macht. Es ist das Buch ein Abschied vom Erzählen in der höchsten Form des Erzählens. Es ist ein Umspielen von Zeitenfolgen in Geschichten. Was ist Vergangenheit, was ist Erinnerung, was ist Gegenwart? Und es ist das wunderbare Porträt eines Mannes, der für einen kurzen Moment mal glücklich war im Leben und sich jetzt erinnert, durch welche Umstände er all das verloren hat. Und es ist das Buch
dass einen Lehrer, den man seit Jahrzehnten und oder man kann noch länger sagen, nur als Karikatur in Büchern bewegt, als eine bewegende und ergreifende und sympathische, aufregende Figur. Ich wollte nur noch die Übersetzerin erwähnen, Helga von Beuningen, weil ich beim Lesen den Eindruck hatte, das Buch ist überhaupt nicht übersetzt. So schön klingt es auch auf Deutsch. Das ist jetzt sehr interessant, die Art, wie Herr Karasek das Buch vorgestellt hat. Das zeigt einem, dass man über dieses Buch das immer wieder anders reden kann. Je nachdem, wie man es präsentiert, nimmt es wieder eine völlig andere Gestalt an. Nun nicht im Sinne der Wertung, ich finde das ein ganz außerordentliches Buch. Aber im Grunde müsste man es von vorn her erzählen, denn die Quelle, der Moment, der Punkt, aus dem das Ganze hervorgeht, das ist so in der Beschaffenheit einer Poe- oder E.T.A. Hoffmann-Geschichte. Da erwacht einer in Lissabon in einem Hotelbett und weiß genau, dass er in Amsterdam ins Bett gegangen ist. Und aber er weiß noch was, hier. Dass er in diesem Bett mal vor 20 Jahren mit einer Frau geschlafen hat. Ja, das weiß er auch noch, das stimmt schon. Aber nun diese Situation, diese raffinierte, eminent erzählerische Ausgangssituation, was ist los? Bin ich verrückt? Habe ich geträumt? Bin ich irgendwie bearbeitet worden? Wie in, zum Beispiel in der Geschichte von Pierce, Ambrose Pierce gibt es eine Geschichte, wo eine ganze Erzählung in der Sekunde eines Todes spielt. Ja, das und ist die Geschichte, die Stefan Hermlin verarbeitet. Das spricht ja nicht unbedingt für Hermlin, aber ich meine... Nein, aber es spricht nicht gegen Ambrose Pierce. Nun ist es bei dieser Geschichte so, dass wir beim Lesen plötzlich merken, ja halt, es geht offenbar um das. Er unterdrückt das nicht und nun kommen wir in die Situation hinein, lebt er, stirbt er, ist er im Sterben, wo sind wir eigentlich? Und auf dieser ganz unheimlich und unsicheren Basis entwickelt sich nun die Geschichte und da kommen dann so schräg herein auch alle diese tollen, sehr handfest erzählten Elemente aus seinem Leben. Ja. Und das verwandelt sich dann später noch einmal um eine... Darf ich eine Frage stellen? Es hat eine merkwürdige Sache, der Karasek gesagt, hat mich verblüfft. Er sagt, das sei eine Erzählung über die Unmöglichkeit des Erzählens. Haben Sie das gemerkt? Es gibt ja am Schluss sogar eine Parodie auf Tausend und eine Nacht oder Dekameron. Es gibt so eine kurze Novellensammlung, wo alle auf der Reise so erzählen. Und es ist, also er spricht immer, er sagt zum Beispiel immer das Wort, jetzt ist ihm das verbotenste Wort. Erzählen ist Vergegenwärtigung mit dem Wort jetzt. Und er spricht immer wieder über die Schwierigkeiten, etwas zu vergegenwärtigen, was sich dauernd ändert, indem man es erzählt, was sich lokal ändert und die Zeit als eine dauernde Bearbeiterin, er zitiert ja immer dieses lateinische Sprichwort, dass die Zeit alles verdirbt und alles kaputt macht, so macht auch der Abstand was kaputt und der Erzähler macht es wieder heil, indem er es bewahrt. Ja. Also da sind schon diese Schwierigkeiten drin. Ja. Ich habe das Buch aber ganz anders gelesen. Ich auch. Vielleicht so, wenn ich an den Herrn Vonmatt anknüpfen darf. Es ist tatsächlich, es ist eine Erzählung über den Tod. Aber möglicherweise ist es so ähnlich wie in diesem Nabokov-Buch Durchsichtige Dinge, dass da einer erzählt, der schon gestorben ist. Denn wenn Sie den zweiten Teil anschauen, diese merkwürdige Schifffahrt mit diesen geisterhaften Menschen, die dann alle verschwinden, bis zum Schluss nur noch der Erzähler übrig bleibt, das ist natürlich auch eine Fahrt über den Acheron. Ja, eine Fahrt über den Stück. Wird Amazonas auch geschildert. Und eine Fahrt in den Tod. Ja. Und eigentlich wird schon von jenseits des Todes her erzählt. Ich glaube, hoffentlich ist es nicht unfair, wenn ich diese Pointe verrate, aber ich glaube, das ist dann tatsächlich die Pointe, die dann auch erklärt, wieso dann einer, der in Amsterdam einschläft, in Lissabon aufwacht, aber vielleicht auch in der Vergangenheit wieder aufwacht. Es ist das, was ihm noch einmal an wichtigen Punkten seines Lebens in Erinnerung kommt, während er wohl schon gestorben ist. Ich muss sagen, was ich nicht oft sagen will, vielleicht sollte ich, ich habe das Buch nicht ganz verstanden. Ich muss es ein zweites Mal lesen, aber was ich verstanden habe in dem Buch, hat mich tief beeindruckt. Es hat mich
sehr beeindruckt und ich bedauere es außerordentlich, dass ich die bisherigen Bücher von Notebohm alle übersehen nicht gelesen habe. Das ist ein ganz bedeutender europäischer Schriftsteller, glaube ich, und eines der wichtigen Bücher, die ich vielleicht das wichtigste in diesem Jahr gelesen. Es ist für mich vor allem nicht eine Geschichte über den Tod, schon gar nicht eine Geschichte über die Unmöglichkeit des Erzählens, was man alles herauslesen kann, ich weiß es. Für mich ist es vor allem eine Liebesgeschichte. Ja, das habe ich gesagt. Zwei ja, Liebesgeschichten. Und das ist etwas, was mich in der Literatur, ich gebe es zu, das mag ja gegen mich sprechen, ich interessiere mich für Liebesgeschichten von Intellektuellen. Das ist ja ein gebildeter Mann, ein Intellektueller. Die Liebesgeschichten von Bauern können vielleicht auch sehr aufregend sein, aber sind nicht ganz mein Fach. Diese Geschichte liest... Dorn ist auch ein Intellektueller, nur... Not- Dorn, ja. Aber ein Kümmerlicher. Gut. Ein Kümmerlicher, ja, ja. Nicht kümmerlicher als der, oh, als der Mann. Nein, 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 nicht, das ist ein sehr intelligenter Mann. Nicht kümmerlicher als der Lyriker, der auch Sportlehrer ist. Also einer der Helden ist genau. Das ist ja die Gegenfigur, ja, ja, gut, das gut, ist die gut. Gegen, die Hauptfigur. Ja, aber auch die Hauptfigur, langsam. Der Sokrates, ist doch ein etwas kläglicher Liebhaber. Ja. Der was, halt, ob er ein intelligenter Mann ist oder ob seine Potenz stark ist, sind wohl zwei ganz verschiedene Dinge. Die aber miteinander zusammenhängen, Herr Reichmann. Die Potenz schon. Ist bei Männern mit Intelligenz schwach. Sehr nein. Das ist nein, ja was ganz ist, Neues, so, was ich heute Abend hier ich erfahre. Hatte es eher umgekehrt gemeint. Ja, also gut. Aber jetzt, was das Buch kommt jetzt ja, wirklich auf ein Niveau, das dem Buch ja. nicht entspricht. Nein, ich meine, das ist nur wirklich. Zurück. Ich glaube, es ist eine sehr sonderbare Geschichte. Wir haben in der deutschen Literatur von heute überhaupt keine Liebesgeschichten mehr, ganz wenig. Es lieben sich zwei Frauen, lesbische Geschichten, homoerotische Geschichten gibt es, aber es gibt noch in diesem Land Männer, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben. Die deutschen Schriftsteller wollen sich da nicht kümmern und wenn wir auf Liebesgeschichten verweisen, dann kehren wir zu ihrem großen Landsmann Max Frisch zurück, der solche sehr wohl geschrieben hat. Wenn ich diese deutschen Romane, deutsche gute Literatur der letzten 20 Jahre lese, die ist ja unerhört unerotisch. Da war der große Thomas Bernhard, vollkommen unerotisch. Grass eigentlich immer unerotisch. Siegfried Lenz immer. Und Walser beinahe immer, sehr stark. Ich meine, wenn sich das deutsche Volk nach seinen Schriftstellern von heute richten würde, es würde sich überhaupt nicht mehr vermehren. Aber man sieht, wie gering der Einfluss dieser Schriftsteller ist. Also zunächst diese erotische Geschichte. Das ist das eine, was ich fabelhaft finde. Sie ist glänzend geschrieben. Sie haben vollkommen recht, Herr Karasek, die Übersetzerin ist eine Meisterin ihres Fachs. Das ist, man denkt gar nicht daran, dass eine Übersetzung ist im Original. Es ist die Reaktion eines Intellektuellen drin auf seine Gefühle. Auf seine Gefühle, seine Impulse. Es ist das Reflektieren über sich selber, das wir ja so schön seit Hamlet in der Literatur haben. Hier ist es wieder da. Und mich hat das Buch tief getroffen. Und wenn ich ein Buch empfehlen kann, denn es kommt ja jetzt die Weihnachtszeit, Leute werden Bücher kaufen, sie werden die falschen kaufen. Ein Bestseller ist es nicht, aber es sollte ein Bestseller sein. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie es auch zwecks Vermehrung des deutschen Volkes empfehlen? Nein. Wieder falsch, denn der Subodol ist ja die Potenz von diesem Mann nicht. Er hat ja seine Schwierigkeiten, das erfahren wir. Nein, ich empfehle es, weil es wirkliche Literatur ist, weil es eine poetische Erzählung ist. Die Germanisten reden doch so gern von der Zeichenhaftigkeit der Literatur. Ich spreche gern vom doppelten Boden, der sein muss. Das ist das Kennzeichen der Literatur, der doppelte Boden. Hier ist er da, der doppelte Boden. Das ist nicht wie bei dem Spengler. Bei Spengler ist alles flach auf einer Ebene, ganz amüsant, ganz nett, warum nicht? Aber hier ist Literatur und Poesie. Ich bin tief von diesem Notebohm beeindruckt. Sie da, die Holländer haben einen solchen Autor. Haben Sie noch was zu dem Thema? Nein. Ja, ich möchte schon noch. Mir scheint das Buch jetzt irgendwie zu einseitig wegzukommen. Und natürlich sind diese zwei, drei Liebesgeschichten, die sind ein wesentliches Element des Ganzen. Aber der Text als Ganzer ist ein so raffinierter, wie ein Kubus, den man bei jedem Lesen öffnet sich das völlig wieder ganz neu. Ja. Hängt alles wieder in einer anderen Weise zusammen. Also es ist ein gleichzeitig philosophisches eminent, direkt, vital erzählerisches Buch. Und das muss man mindestens dreimal lesen, weil man sonst nur diese
quasi vordergründigsten Erzählzusammenhänge hat. Ich darf ein weiteres Angebot machen. Es ist ein Reisebuch. Und Notebohm hat bisher sehr viele Reisebücher geschrieben. Und es ist auch der rausgeschmissene Lehrer wird ein Reiseführer-Schriftsteller. Er schreibt Reiseführer. Und seine letzte Reise, die beschreibt er selbst als dumm und oberflächlich. So schlechte Führer, wo man in Städten was besuchen muss. Und der letzte Führer ist wirklich ein Reiseführer, der auf die größte Reise führt. Es kommt ja auch die Raumfahrt mit Tausenden von Jahren vor. Und Frau Löffler hat zwar die Pointe verraten, aber ich glaube, das ist bei dem Buch gar nicht wichtig. Natürlich ist es aus dem Tod geschrieben, denn er begegnet dem Mädchen, das bei einem Verkehrsunfall schon gestorben ist. Mhm. Und das kann nur sein in dem Moment, wo er mit den sechs Mitreisenden in das Reich des Todes zu den Gestirnen eintritt. Darf ich noch eine Bemerkung dazu machen? Die Naturwissenschaft spielt auch in diesem Roman eine Rolle. Diese eine Biologielehrerin hat eine wirklich ganz unheimliche Schulstunde, in der sie die Kinder mit dem Tod bekannt macht, in der Form von Totengräberkäfern und genau beschreibt, wie die mit Aas umgehen. Und da wird plötzlich die Vergänglichkeit auf ganz physische und auch ekelhafte Weise lebendig. Wenn man das vergleicht, wie der Roman Lenins Hirn mit der Naturwissenschaft umgeht und sieht, wie künstlerisch das der C.S. Notebohm schafft, die Vergänglichkeit physisch, ekelhaft, schrecklich, grässlich, faszinierend begreifbar zu machen, sieht man einfach auch den Qualitätsunterschied. Also ich mag nicht, dass man einen Autor immer als Trampolin für den anderen benutzt. Wir tun und das will deshalb, ja, und will deshalb widersprechen in einem Sinn. Natürlich ist Ihnen dieses Buch sympathisch. Ja, sympathisch als, kommt was ja, Böses. Nein, ja. Aber natürlich, weil der Autor seinem Gegenstand sich mit großer Innigkeit und Ernsthaftigkeit, sozusagen mit existenzieller Neugierde nähert. Das ist ein Fehler. Nein, überhaupt nicht. Es muss aber auch statthaft sein, dass man sich einem Gegenstand und dann auch einem großen, wenn man sich mit einem großen Leichtsinn und einer schwebenden Ironie nähert. Das ist für mich der Unterschied. Das heißt, das Spenglersche Buch hätte seine Hausaufgaben nur dann verfehlt, wenn es dasselbe gewollt hätte wie das Notebuch. Ja, das hat es ganz und gar nicht. Der Spengler ist aber ein grober Vereinfacher. Wissen Sie, das Argument kenne ich schon. Dieses Theaterstück ist langweilig. Antwort, ja, darum ging es doch dem Autor. Es ist aber nicht langweilig. Nein, natürlich nicht. Nein. Jetzt sagen Sie, das ist so, aber der Autor wollte nicht. Was der Autor wollte, interessiert mich wenig. Doch, was interessiert mich immer. Nein, was er geleistet hat. Ich kann hat. Das Geleistete, oder wie Sie nennen es, das Geleistete, also das Fertige. Sie wissen, was Shakespeare gewollt hat, als er Romeo und Julia geschrieben hat. Das kann man dem Ergebnis ablesen. Nein, aber nein. Gut. Was ein Autor gewollt hat, steht nicht zur Debatte. Was er realisiert, was er wirklich geschrieben hat. Aber eins ist sicher, wir reden über ein ganz kleines Buch. Das sind 150 Seiten und ziemlich locker gedruckt. Und jeder sieht was anderes, sieht Aspekte in dem Buch, die ihm wesentlich und wertvoll vorkommen. Das spricht für das Buch, dass es so reich ist, dass jeder von uns es anders sehen kann. Ich glaube, wir haben uns hier einmal ausnahmsweise alle geeinigt. Notebohm ist der hier am besten wegkommt. Ja, und jetzt zum Schluss noch ein Buch. Peter Handke, ein kleines Buch, ein Essay mit dem Titel Versuch über den geglückten Tag. Wer macht den Anfang? Ich glaube, ich würde vorschlagen, es ist so spät, wir machen 4 Statements über das Buch und werden nicht miteinander darüber diskutieren, denn unsere Zeit ist gleich um. Also, ja, ein Statement. Das Buch von Handke ist sehr nahe verwandt in vieler Hinsicht diesem Buch von Notebohm. Man kann eine ganz... Ich dachte, ich habe als Einziger das entdeckt. Die haben ja, sehen Sie, solche Überraschungen gibt es. Ja. Die Erfahrung, die man damit macht, kann auch ganz ähnlich sein, obwohl bei Handke ist der viel einsamere Typ und das Buch ist viel einsamer und ist auch irgendwo fanatischer und beängstigender. Aber es ist der Versuch, wirklich beim Denken auch zu schauen und beim Schauen zu denken. Das tönt jetzt sehr blöd. Aber wenn man eine Seite diesem Handke-Text liest, dann ist es nachher tatsächlich, es ist mir so gegangen, wenn man
weggeht, wenn man zum Haus hinausgeht, schaut man die Dinge der Welt eine Spur anders an. Und das kenne ich nur von Stifter. Ich will die beiden nicht qualitativ vergleichen. Ich möchte nicht, weil ich ja relativ nah bei Ihnen sitze. Aber das Phänomen, das psychologische und physiologische Phänomen, dass man die Welt anders sieht, wenn man das gelesen hat, das kenne ich nur von Stifter. Ja, ich kenne das noch von Süßkind, von Parfum, wo man plötzlich ganz anders riechen lernt. Aber es ist richtig, dass man bei Handke anders erkennen lernt. Das Buch ist der dritte Versuch, das dritte Traktatbuch von Handke. Und ich glaube, die drei bilden eine sehr schöne Einheit. Es war über die Jukebox, war der zweite. Und über die Müdigkeit der erste. Und dies ist nun der Abschluss dessen, weil es der kleinste Moment ist, den er sich aussucht, nämlich... Kann man den Sinn des Lebens darin finden, wenn man die Schwierigkeiten auch nur eines Tages meistert? Das hat etwas Existenzphilosophisches und ich finde es ein sehr beeindruckendes Buch. Ja, ich glaube, das Wort philosophisch ist hier am Platze, aber der Witz an der Sache eigentlich besteht darin, dass ein philosophisches und ein poetisches Buch zugleich ist, in hohem Maße. Und ich muss sagen, es hat mich viel tiefer beeindruckt als die beiden vorangegangenen Versuche von Handke. Was an dem Buch für mich so beeindruckend, so wichtig ist, ist das Kongruenz, sagen wir lieber Deutsch, die Übereinstimmung von gedanklichen und von der Darstellung sinnlicher Ausdrücke, Eindrücke der Sprache und des Gedankens. Es ist selten ein Buch da, von dem man sagen kann, hier ist Form und Inhalt dasselbe. Die Form ist hier der Inhalt ist die Form, die Sprache und der Gedanke kommen ganz aneinander. Und das ist sprachlich von einer Virtuosität, wie es Handke, glaube ich, schon lange nicht war. Sehr lange nicht war. Ja, also... Freunde, wir sind am Ende und wir sehen diesmal betroffen den Vorhang zu und nicht alle Fragen offen. Der letzte Mist. Ja? Ich wollte sagen, so könnte man das Buch erzählen, aber man würde ihm unheimlich viel Unrecht tun, denn es ist ein Buch, das durch seine literarischen Mittel aus diesem Fall etwas sehr Bezauberndes, Melancholisches macht. Es ist das Buch ein Abschied vom Erzählen in der höchsten Form des Erzählens. Es ist ein Umspielen von Zeitenfolgen in Geschichten. Was ist Vergangenheit, was ist Erinnerung, was ist Gegenwart? Und es ist das wunderbare Porträt eines Mannes, der für einen kurzen Moment mal glücklich war im Leben und sich jetzt erinnert, durch welche Umstände er all das verloren hat. Und es ist das Buch, das einen Lehrer, den man seit Jahrzehnten oder man kann noch länger sagen, nur als Karikatur in Büchern bewegt, als eine bewegende und ergreifende und sympathische, aufregende Figur. Ich wollte nur noch die Übersetzerin erwähnen, Helga von Beuningen, weil ich beim Lesen den Eindruck hatte, das Buch ist überhaupt nicht übersetzt. So schön klingt es auch auf Deutsch. Das ist jetzt sehr interessant, die Art, wie Herr Karasek das Buch vorgestellt hat. Das zeigt einem, dass man über dieses Buch das immer wieder anders reden kann. Je nachdem, wie man es präsentiert, nimmt es wieder eine völlig andere Gestalt an. Nun nicht im Sinne der Wertung, ich finde das ein ganz außerordentliches Buch, aber im Grunde müsste man es von vorn her erzählen, denn die Quelle, der Moment, der Punkt, aus dem das Ganze hervorgeht, das ist so in der Beschaffenheit einer Poe- oder E.T.A. Hoffmann-Geschichte. Da erwacht einer in Lissabon in einem Hotelbett und weiß genau, dass er in Amsterdam ins Bett gegangen ist. Und er weiß noch was, dass er in diesem Bett mal vor 20 Jahren mit einer Frau geschlafen hat. Ja, das weiß er auch noch, das stimmt schon. Aber nun, diese Situation, diese raffinierte
eminent erzählerische Ausgangssituation. Was ist los? Bin ich verrückt? Habe ich geträumt? Bin ich irgendwie bearbeitet worden? Wie in, zum Beispiel in der Geschichte von Pierce, Ambrose Pierce, gibt es eine Geschichte, wo eine ganze Erzählung in der Sekunde eines Todes spielt. Die Geschichte, die Stefan Hermlin verarbeitet. Das spricht ja nicht unbedingt für Hermlin, aber ich meine... Nein, aber es spricht nicht gegen Ambrose Pierce. Ja. Nicht gegen Ambrose Pierce. Nun ist es bei dieser Geschichte so, dass wir beim Lesen plötzlich merken, es geht offenbar um das. Er unterdrückt das nicht und nun kommen wir in die Situation hinein, lebt er, stirbt er, ist er im Sterben, wo sind wir eigentlich? Und auf dieser ganz unheimlich und unsicheren Basis entwickelt sich nun wirklich... Ich glaube, es ist eine sehr sonderbare Geschichte. Wir haben in der deutschen Literatur von heute überhaupt keine Liebesgeschichten mehr, ganz wenig. Es lieben sich zwei Frauen, lesbische Geschichten, homoerotische Geschichten gibt es. Aber es gibt noch in diesem Land Männer, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben. Die deutschen Schriftsteller wollen sich da nicht kümmern. Und wenn wir auf Liebesgeschichten verweisen, dann kehren wir zu ihrem großen Landsmann Max Frisch zurück, der solche sehr wohl geschrieben hat. Wenn ich diese deutschen Romane, deutsche gute Literatur der letzten 20 Jahre lese, die ist ja unerhört unerotisch. Da war der große Thomas Bernhard. Vollkommen unerotisch. Grass eigentlich immer unerotisch. Siegfried Lenz immer. Und Walser beinahe immer. Sehr stark. Ich meine, wenn sich das deutsche Volk nach seinen Schriftstellern von heute richten würde, es würde sich überhaupt nicht mehr vermehren. Aber man sieht, wie gering der Einfluss dieser Schriftsteller ist. Also zunächst diese erotische Geschichte. Das ist das eine, was ich fabelhaft finde. Sie ist glänzend geschrieben. Sie haben vollkommen recht, Herr Karasek, die Übersetzerin ist eine Meisterin ihres Fachs. Das ist, man denkt gar nicht daran, dass eine Übersetzung ist im Original. Es ist die Reaktion eines Intellektuellen drin auf seine Gefühle. Auf seine Gefühle, seine Impulse. Es ist das Reflektieren über sich selber, das wir ja so schön seit Hamlet in der Literatur haben. Hier ist es wieder da. Und mich hat das Buch tief getroffen. Und wenn ich ein Buch empfehlen kann, denn es kommt ja jetzt die Weihnachtszeit, Leute werden Bücher kaufen, sie werden die falschen kaufen. Sagen, der Beste, ein Bestseller ist es nicht, aber es sollte ein Bestseller sein. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie es auch zwecks Vermehrung des deutschen Volkes empfehlen? Nein, wieder falsch, denn der Podolski hat ja die Potenz von diesem Mann nicht. Er hat ja seine Schwierigkeiten, das erfahren wir. Nein, ich empfehle es, weil es wirkliche Literatur ist, weil es eine poetische Erzählung ist. Die Germanisten reden doch so gern von der Zeichenhaftigkeit der Literatur. Ich spreche gern vom doppelten Boden, der sein muss. Das ist das Kennzeichen der Literatur, der doppelte Boden. Hier ist er da, der doppelte Boden. Das ist nicht wie bei dem Spengler. Bei Spengler ist alles flach auf einer Ebene, ganz amüsant, ganz nett, warum nicht? Aber hier ist Literatur und Poesie. Ich bin tief von diesem Noteboom beeindruckt. Sie da, die Holländer haben einen solchen Autor. Haben Sie noch was zu dem Thema? Nein. Ich möchte schon noch. Mir scheint das Buch jetzt irgendwie zu einseitig wegzukommen. Natürlich sind diese zwei, drei Liebesgeschichten, die sind ein wesentliches Element des Ganzen. Aber der Text als Ganzer ist ein so raffinierter, wie ein Kubus, den man bei jedem nehmen will, übernehme ich die. Ich werde mal den Kant ein bisschen verteidigen, denn das, was sich hier abspielt, beginnt ungerecht zu werden. Die Kritiken, die bisher in den großen Blättern über den Roman veröffentlicht wurden, sind alle sehr unangenehm. Alle Blätter, die großen, haben falsch gehandelt. Nämlich, es liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Günther Kunert, mein Freund, den ich verehre und bewundere, darüber schreiben, der Spiegel, das schrieb Monika Maron in der Zeit Günther de Bruyne. Alle drei stammen aus der DDR, alle drei sind Opfer der DDR und in diesem Sinne auch Opfer des Schriftstellerverbands, an dessen Spitze viele Jahre Hermann Kant stand. Seit wann urteilen die Opfer über die Täter? Das ist nicht in Ordnung. Die Kritik von Günter Kunert, den ich so sehr schätze, ist eine ganz ungerechte, einseitige Kritik. Ihm ist Böses
angetan worden. Und er rächt sich. Rache hat in Kritik nichts zu suchen. Auch Monika Maron hätte schweigen sollen. De Bruyne kommt noch am besten weg, der gewisse Dinge als einziger bei ihm sieht. Eine kleine Korrektur. Monika Maron hat das Buch im Spiegel nicht besprochen, sondern Herr Rummler hat es besprochen. Monika Maron hat nur im Anschluss an diese Kritik eine Polemik gegen diesen Wust und diese von DDR-Rechtfertigungsschriften. Ja, und gut, ich habe es heute, wieder in den Nachrichten erlebt. Da verlässt also der Herr Wolf den Gerichtssaal und sagt, jetzt gehe ich zur Buchmesse mein neues Buch vorstellen. Na gut, etwas widerlich wird einem dabei schon Nun, zumuten. Der Fall Hermann Kant ist so einfach nicht. Ich habe ihn in der Zeitung genannt, einen Halodri und einen Spitzbuben. Je ne regrette rien. Ich bedauere es nicht, ich ziehe es nicht zurück. Es hat er Sie geklagt? Nein, er hat mich nicht verklagt. Er wird mich auch jetzt, nachdem ich es wiederholt habe, nicht verklagen. Er ist ein Spitzbube, er ist vielleicht ein Halunke, er ist ein Halodri. Aber schreiben kann er. Nein. Langsam. Also wenn Sie das mit Walsers Prosa vergleichen, diese Stümperei, Sprachlawine schlechter Bilder. Ich habe Sie ja auch ausreden lassen mit allen Ihren Hymnen auf Martin Walser, die wir von Ihnen, Herr Karasek, seit 25 Jahren hören. Sie sind ein Konsequenter. Er bleibt sich treu. Er bleibt sich treu. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu, hat Biermann unlängst gesungen. Und Biermann hat recht. Also, zurück zum Fall Kant. Kant ist ein Mann aus einer proletarischen Familie aus Schleswig-Holstein oder Kleinbürgerlichen. Er wurde Soldat, kam in Kriegsgefangenschaft und war in Warschau in einem Kriegsgefangenenlager und kam dann in diese Antifa-Erziehung, die von der DDR aus dirigiert war, und kam dann in die DDR. Er hat mehrere Bücher veröffentlicht, die mir nicht gefallen haben. Ich habe über die Aula mit größerer Skepsis geschrieben, nicht ganz abgelehnt, aber doch ziemlich. Und sein Buch Impressum ist noch schlechter. Und dann hat er einen Roman geschrieben. Nein, das ist ja was ganz Neues, was ich heute Abend hier erfahre. Ich hatte es eher umgekehrt gemeint. Ja, also gut. Aber jetzt, das Buch kommt jetzt wirklich auf ein Niveau, das dem Buch nicht entspricht. Nein, ich meine, das ist nun wirklich. Ich glaube, es ist eine sehr sonderbare Geschichte. Wir haben in der deutschen Literatur von heute überhaupt keine Liebesgeschichten mehr, ganz wenig. Es lieben sich zwei Frauen, lesbische Geschichten, homoerotische Geschichten gibt es. Aber es gibt noch in diesem Land Männer, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben. Die deutschen Schriftsteller wollen sich da nicht kümmern. Und wenn wir auf Liebesgeschichten verweisen, dann kehren wir zu ihrem großen Landsmann Max Frisch zurück, der solche sehr wohl geschrieben hat. Wenn ich diese deutschen Romane, deutsche gute Literatur der letzten 20 Jahre lese, die ist ja unerhört unerotisch. Da war der große Thomas Bernhard. Vollkommen unerotisch. Grass eigentlich immer unerotisch. Siegfried Lenz immer. Und Walser beinahe immer. Sehr stark. Ich meine, wenn sich das deutsche Volk nach seinen Schriftstellern von heute richten würde, es würde sich überhaupt nicht mehr vermehren. Aber man sieht, wie gering der Einfluss dieser Schriftsteller ist. Also zunächst diese erotische Geschichte. Das ist das eine, was ich fabelhaft finde. Sie ist glänzend geschrieben. Sie haben vollkommen recht, Herr Karasek, die Übersetzerin ist eine Meisterin ihres Fachs. Das ist, man denkt gar nicht daran, dass eine Übersetzung ist im Original. Es ist die Reaktion eines Intellektuellen drin auf seine Gefühle. Auf seine Gefühle, seine Impulse. Es ist das Reflektieren über sich selber, das wir ja so schön seit Hamlet in der Literatur haben. Hier ist es wieder da. Und mich hat das Buch tief getroffen. Und wenn ich ein Buch empfehlen kann, denn es kommt ja jetzt die Weihnachtszeit, Leute werden Bücher kaufen, sie werden die falschen kaufen. Sagen, der Beste, ein Bestseller ist es nicht, aber es sollte ein Bestseller sein. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie es auch zwecks Vermehrung des deutschen Volkes empfehlen? Nein. Wieder falsch, denn der Podolski hat die Potenz von diesem Mann nicht. Er hat ja seine Schwierigkeiten, das erfahren wir. Nein, ich empfehle es, weil es wirkliche Literatur ist, weil es eine poetische Erzählung ist. Die Germanisten reden doch so gern von der Zeichenhaftigkeit der Literatur. Ich spreche gern vom doppelten Boden, der sein muss. Das ist das Kennzeichen der Literatur, der doppelte Boden. Hier ist er da, der doppelte Boden. Das ist nicht wie bei dem Spengler. Bei Spengler ist alles flach auf einer Ebene, ganz amüsant, ganz nett, warum nicht? Aber hier ist Literatur und Poesie. Ich bin tief von diesem Notenboom beeindruckt. Sieh da, die Holländer haben einen solchen Autor.
Haben Sie noch was zu dem Thema? Nein. Ja, ich möchte schon noch. Machen eine Sprache. Mir scheint das Buch jetzt irgendwie zu einseitig wegzukommen. Und natürlich sind diese zwei, drei Liebesgeschichten, die sind ein wesentliches Element. Aber schlechter. Gut, Freunde, gut. Schlechter ist es immer. Das wird ja ganz gut. Schlimm. Ja. Also man soll die Namen nicht unnütz im Munde. Du sollst die Namen führen. Deines Herrn nicht unnütz im Munde führen. Fontane und Musil, ja. Gleich kommt noch Thomas Moment, Mann und ich Kafka. Ich will den Vergleich, doch der Vergleich ist doch nur einer der Methode. Ja. Ja. Der Musil hat sich auch ein besonders dummes Ereignis genommen, um einen Roman zu schreiben. Und Vogt nimmt sich ein sehr reelles, dummes Ereignis. Spengler nimmt sich ein sehr reelles, dummes Ereignis, nämlich den Auftrag der kommunistischen Partei, die Genialität ihres großen Führers durch einen deutschen Arzt untersuchen und beweisen zu lassen. Das ist ein ähnlich abstruses Unternehmen wie diese Jahrhundertfeier im Museum. Das ist ja das Problem, dass das so abstrus hingestellt wird. Aber die ganze Sache, diese Art von Wissenschaft, die ist einfach nicht so leicht, mit der kann man nicht so leicht fertig werden, wie dieser Roman damit fertig wird. Wir lachen jetzt darüber, dass einer sucht, die Genialität in einem Hirn herauszuoperieren sucht. Von da gehen direkte Entwicklungslinien zur heutigen Gentechnologie und das ist gar nicht lustig. Man darf, diese Dinge sind viel gefährlicher und viel unheimlicher gewesen, als dass man jetzt so eine Art dick und doof in der Villa Krupp gibt es eine verwirrte Unterhaltung zwischen Generälen und Wirtschaftsführern, die sagen, man müsse diese Untersuchungen machen, um das Geniale im deutschen Volk weiterzuentwickeln und zu fördern. Das hat durchaus gruselige Aspekte, richtig in Hinrichtung der Manipulation, wie sie immer noch stattfinden. Ja. Vielleicht darf ich hier eins ergänzend sagen, weil das hier, glaube ich, niemand verstehen kann. Vogt ist eine reale Figur, nicht eine von dem Autor Spengler erfunden. Ja. Auch ja. andere, nicht ja. alle Lenin Figuren. Ist auch eine reale Figur. Eben. Ach nein, aber wirklich, das ist ja interessant. Wir verdanken sind ihm dankbar für diesen Hinweis. Zwar hirnlos, aber... Wir danken ihm für den Hinweis, dass Lenin wirklich gelebt hat. Die Folgen sind bis heute, ja, leider, möchte ich sagen, dieser Realität. Also, es sind reale Figuren, andere erfunden vom Auto und bei den realen hat das sehr heute viele... Heute sind Sie aber streng mit uns. Langsam, Augenblick mal. Ich finde dieses Buch gar nicht übel. Es sind ganz schöne Genreszenen aus dem wilhelminischen Deutschland, ganz schön geschrieben, auch nachher in der Sowjetunion, wie er da kommt, in der Zeit von Lenins Tod, wie er empfangen wird, wie sich das alles abspielt, wie er fabelhaft die Sowjetunion findet. Und er guckt aus dem Fenster und da stehen Leute in Lumpen gehüllt und stellen sich an. Kann er nicht begreifen, was die wollen. Vielleicht Theaterkarten, aber die wollen was zu essen haben. Ja, kurz, es ist ganz plastisch geschildert, allerlei. Die Figuren sind nicht gut, aber die Genreszenen. Es ist stilistisch korrekt. Es hat einen gewissen Humor, es ist durchaus intelligent. Ich befürworte das Buch nur mit der Literatur. Hat so offenbar, den habe ich ja ein bisschen widerwillig verteidigt, den Kant, der gefällt mir gar nicht, der Spengler, der Walser gar nicht. Nun das Buch des Holländers Notepoom. Der Einfall, dieses Buch hier zu behandeln, geht auf Frau Löffler zurück. Ich möchte ja was Gutes über Sie sagen. Auf Sie stellen das Buch gleich vor. Soll ich es vorstellen? Nein. Los. Karasek wollte es vorstellen. Bitte. Also ich... Ja, also los, aber ohne Pause. Ohne Pause. Also das Buch ist eine Erzählung über... Eigentlich ist es eine Erzählung aus dem Paukermilieu. Zwei Lehrer, eine Schülerin und ein Schulmädchen. Der eine Lehrer mit sportlicher Figur, Turnlehrer, liebt das Schulmädchen, das die beste Schülerin in der Schule ist. Aus Rache verliebt sich seine Frau, die eine Biologielehrerin ist, in den Lateinlehrer. Am Schluss wird der Lateinlehrer niedergeprügelt und beide Lehrer müssen die Schule verlassen. So könnte man das Buch erzählen und man würde ihm schrecklich... Wenn Sie den Hamlet erzählen, würden wir alle sagen, das ist der letzte Mist. Ja? Ich wollte sagen, so könnte man das Buch erzählen, aber man würde ihm unheimlich viel Unrecht tun, denn es ist ein Buch, das durch seine literarischen Mittel aus diesem Fall etwas sehr Bezauberndes, Melancholisches macht. Es ist das Buch ein Abschied vom Erzählen in der höchsten Form des Erzählens. Es ist ein Umspielen
von Zeiten folgen in Geschichten, was ist Vergangenheit, was ist Erinnerung, was ist Gegenwart. Und es ist das wunderbare Porträt eines Mannes, der für einen kurzen Moment mal glücklich war im Leben und sich jetzt erinnert, durch welche Umstände er all das verloren hat. Und es ist das Buch, das einen Lehrer, den man seit Jahrzehnten oder man kann noch länger sagen, nur als Karikatur in Büchern bewegt, als eine bewegende und ergreifende und sympathische, aufregende Figur. Ich wollte nur noch die Übersetzerin erwähnen, Helga von Beuningen, weil ich beim Lesen den Eindruck hatte, das Buch ist überhaupt nicht übersetzt. So schön klingt es auch auf Deutsch. Das ist jetzt sehr interessant, die Art, wie Herr Karasek das Buch vorgestellt hat. Das zeigt einem, dass man über dieses Buch das immer wieder anders reden kann. Je nachdem, wie man es präsentiert, nimmt es wieder eine völlig andere Gestalt an. Nun nicht im Sinne der Wertung, ich finde das ein ganz außerordentliches Buch. Aber im Grunde müsste man es von vorn her erzählen, denn die Quelle, der Moment, der Punkt, aus dem das Ganze hervorgeht, das ist so in der Beschaffenheit einer Poe- oder E.T.A.-Hoffmann-Geschichte. Da erwacht einer in Lissabon in einem Hotelbett und weiß genau, dass er in Amsterdam ins Bett gegangen ist. Plex hat, haben Sie gesagt, er darf in der Literatur nicht erscheinen. Darf er denn als Schriftsteller? Ja, natürlich darf er in der Literatur erscheinen, aber der hat einen Komplex wegen seiner Tätigkeit in einem Staat, mit dem er sich 20, 30 darf Jahre identifiziert hat. Der hat nur die Sache mit der Mutter, die Getue mit der Mutter. Meine Herr Reich-Ranitzky, darf ich zum Trick mit der Kindheit bei Kant kommen? Ja. Der Kant macht zweierlei in dem Buch. Er beschreibt seine Kindheit und er sagt, als Proletarier hätte ich nie eine Chance in dieser kapitalistischen Gesellschaft gehabt. Schon das und das Erlebnis des Kampfes gegen die Faschisten später hat mich zum Kommunismus gebracht. Am Ende der DDR schreibt er, jetzt werden wieder die Schranken meiner Kindheit aufgerichtet werden. Jetzt wird es den Proletariern wieder schlecht gehen. Hat Herr Kant nicht einmal in seinem Leben die Augen in Bitterfeld aufgemacht? Weiß er denn nicht aus Gesprächen mit Kollegen, dass das Hauptverbrechen der DDR ihr Verrat an der Arbeiterklasse war, in deren Namen sie aufgetreten? Natürlich. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, das Buch geht so, er hat einmal gesagt, kommt Zeit, geht Unrat bei der Ausbürgerung von Biermann. Ja. Jetzt sagt er, dieser Satz hat mir nicht gut getan, hat mir geschadet. Das heißt, er bedauert den Satz nicht wegen des Opfers, sondern weil er seinem feinen Bild, das er jetzt in dem Buch wieder auf Hochglanz zu polieren sucht, schadet. Wie geht er mit seinem Leipziger Professor um, der verstorben ist und sich nicht mehr wehren kann? Kantorowicz wird in dem Buch Berliner Professor als Verleumder und Lügner abgestempelt, weil Kantorowicz in dem Studenten Kant schon den üblen Schleimer, Mitläufer und Denunzianten sah. So, jetzt werde ich leider wieder verklagt. Eine Fülle solcher Elemente ist in dem Buch abstoßend. Gar keine Frage. Interessant ist, wie er sich über Schriftsteller äußert, die er zu deren Flucht aus der DDR nicht verholfen hat, sondern die er gezwungen hat, mehr oder weniger, zur Flucht aus der DDR. Also Sarah Kirsch und andere. Er giftet ihnen noch nach. Er sagt, das ist eine Ungeheuerlichkeit über Sarah Kirsch, deren Qualität als Dichterin ein Mann wie Kant schon erkennen muss. Gibt es nur einen Satz im ganzen Buch, ein negativer Satz. Ja, wir haben sie auf unserer Seite. Nein, eben nicht, weil man gerecht sein muss und das Positive anerkennen muss. Und ihr seht nur das Negative, wie Kunert in seiner Kritik. Es ist nicht alles schlecht in dem Buch. Natürlich. Hängt das vielleicht damit zusammen, Herr Reich-Ranitzky, dass Sie selber in dem Buch erst auf Seite 272 vorkommen und da durchaus positiv? Ich komme meist negativ vor. Aber dass ich da vorkomme, fünfmal ist völlig uninteressant. Und das hat auf mein Urteil über ihn nun wirklich keinen Einfluss. Denn er sagt Ihnen nichts Böses nach.
so und so viel. Und so alles wird mitgeteilt. Es ist eine Mitteilungsprosa und nicht eine erzählende Prosa. Es ist keine Vergegenwärtigung und deswegen langweilt mich das zu Tode. Es wird fürchterlich sein, wenn Sie das letzte Wort zu diesem Buch haben wollen, werde ich mich lange wehren. Nein, denn nein. Das Buch kann nicht als schlechtes Buch sich von uns verabschieden. Halt, ich will noch einen... Doch, von mir als schlechtes, von Ihnen als ein Meisterwerk deutscher Prosa. Im nächsten Jahrtausend wird man noch darüber reden. Das ist ja ganz kein kurz. Das ist ja noch nicht weit weg. Das wird schon der Fall sein. Das glaube ich auch. Ja, gut. Da bin ich schon der Meinung. Nicht bei Philippi. Im nächsten Jahr sehen wir uns wieder und ihr werdet euch an den Titeln des Buchs nicht mehr erinnern. Ich sage, wir haben die Titel verschiedener Romane von Grasslichkeit an, die Titel erinnern kann. Leider erinnere ich mich an den Titel Die Rettin noch. Bitte verderben Sie uns nicht die Laune. Freunde, wir lassen die Frage offen mit diesem Roman. Es gibt einen Roman von Erinnerungen von Hermann Kant. Abspann betitelt, Hermann Kant, ganz kurz, Schriftsteller aus der DDR, 65 Jahre alt, lange Jahre Präsident des Schriftstellerverbands. Ja, das sollte ich Sie machen. Nein, das sollten Sie mal, bitte. Ich würde zunächst mal sofort die Reihenfolge umdrehen. Ich würde sagen, in erster Linie ein Literaturfunktionär, ein SED-Funktionär, glaube ich, Mitglied des Zentralkomitees, lange Jahre Präsident des Schriftstellerverbandes und dann irgendwann auch Literat und vielleicht auch Schriftsteller. Auf die Reihenfolge würde ich doch großen Wert legen. Man merkt es auch an diesen Memoiren, die natürlich in diese merkwürdige Reihe, in dieses Genre der Rechtfertigungsmemoiren hineinfällt, die von ehemaligen DDR-Größen in der letzten Zeit uns aufgetischt worden sind. Aufgetischt auch in dem Sinne, wie Wahrheiten oder Halbwahrheiten uns aufgetischt werden. Es ist sicher eines der unangenehmsten Bücher, die ich in diesem Herbst habe lesen müssen. Gleichzeitig auch faszinierend unangenehm. Dieser Hermann Kant schien mir doch ein Mann, geradezu gepanzert in Frohsinn. Der Mann ist... Er ist einfach unverwundbar, nichts kommt an ihn heran, seine strahlende Selbstsicherheit ist einfach durch nichts zu irritieren, sein Leben ist vielleicht interessant und vielleicht noch einigermaßen sensibel in der Art, wie er über seine Kindheit und Jugend spricht, aber von da an ist er nur noch Funktionär. Und das, was er als Funktionär mitzuteilen hat, ist eine Mischung aus Selbstrechtfertigung und auftrumpfendem Selbstgefühl, das wirklich durch nichts zu beschädigen ist. Und diese Art, die dann über 400 Seiten entlang geht, ist einerseits wirklich faszinierend, andererseits für mich ziemlich degutant. Ich bin völlig Ihrer Meinung, da gibt es überhaupt keinen Widerspruch. Trotzdem habe ich das Buch mit großer Spannung gelesen. Ich will auch sagen, warum. Es diesen kleinen, lächerlichen Feudalstaat DDR in all seiner Kläglichkeit zeigt. Und ich will eine winzige Geschichte dazu erzählen. Er bringt ein Sabberlätzchen für sein Kind aus dem Westen aus Plastik mit. Und jetzt möchte er, dass in der DDR vielleicht auch solche Sabberlätzchen hergestellt werden, weil die Kinder das ja brauchen. Und jetzt denkt er, wenn ich das dem Berliner Parteivorsitzenden schicke, da wird er denken, ich mache mich über ihn lustig. Dann schreibe ich aber in einem Begleitbrief, dass ich das ernst meine. Dann liest er vielleicht den Begleitbrief nicht zuerst, dann falle ich in Ungnade. Also, wenn ich es aber der Sekretärin schicke, also sucht er um ein Gespräch bei dem Schabowski an, kommt da und die beiden Männer unterhalten sich stundenlang, wie man solche Sabberlätzchen herstellen könnte und dass die Volkswirtschaft durcheinander kommt. Also es ist... Das ist sehr erhellend für diesen Feudalstaat. Ja, aber das, was mir gefehlt hat an dem Buch, war ein Mann, der eine so mächtige Funktion im Kulturleben, im Literaturleben der DDR hatte, sollte doch irgendwann einmal über seine eigene Position reflektieren. Sollte sich irgendwo in Frage stellen und sagen, wie habe ich es nun eigentlich mit der Macht gehalten? Schließlich ist er die ganze Zeit mit der Macht im Bett gelegen. Aber er reflektiert es nie. Ja. Ich glaube, das sind Dinge, die unbedingt zur Sprache kommen müssen. Das stimmt, diese Elemente, gewissermaßen ethnologische Elemente aus der Geschichte der DDR, die sind schon drin. Aber gerade diese Geschichte mit dem Sabberlätzchen, die setzt er so ein, um sich über die DDR lustig zu machen. Ja. Und gleichzeitig ist das Buch der Wutschrei darüber, dass es diese DDR nicht mehr gibt. Das ist für mich ein ganz unheimliches Buch, der entwickelt, lässt so eine riesen Sprachwolke wie eine Nebelwand produziert, der tausend
Dinge, die nicht wichtig sind, alles durcheinander. Und zwischenheraus krallt er dann mit ganz hauenden Krallen plötzlich los. Also kaum einer, der erwähnt wird, der nicht dann so einen Riss im Gesicht hat. Ja, er ist ein sehr begabter Verleumder. Also ein bösartiges Buch. Ich habe Angst vor diesem Mann, der ist heute noch gefährlich. Und da muss man aufpassen. Das habe ich ihn fast gelobt hier, weil man so Angst vor ihm bekommt. Ja, aber das Buch hat etwas davon. Ja. Freunde, Augenblick mal. In jedem Gericht muss es auch einen Pflichtverteidiger geben, wenn nicht einen anderen. Wenn kein anderer die Rolle übernehmen will, übernehme ich die. Ich werde mal den Kant ein bisschen verteidigen, denn das, was sich hier abspielt, beginnt ungerecht zu werden. Die Kritiken, die bisher in den großen Blättern über den Roman veröffentlicht wurden, sind alle sehr unangenehm. Alle Blätter, die großen, haben falsch gehandelt. Nämlich, es liest die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Günter Kunert, mein Freund, den ich verehre und bewundere, darüber schreiben, der Spiegel, das schrieb Monika Maron in der Zeit Günter de Bruyne. Alle drei stammen aus der... Ich will deshalb widersprechen in einem Sinn. Natürlich ist Ihnen dieses Buch sympathisch. Ja, sympathischer als kommt was Böses. Nein, aber natürlich, weil der Autor seinem Gegenstand sich mit großer Innigkeit und Ernsthaftigkeit, sozusagen mit existenzieller Neugierde nähert. Das ist ein Fehler. Nein, überhaupt nicht. Es muss aber auch statthaft sein, dass man sich einem Gegenstand und dann auch einem großen, wenn man sich mit einem großen Leichtsinn und einer schwebenden Ironie nähert. Das ist für mich der Unterschied. Das heißt, das Spenglersche Buch hätte seine Hausaufgaben nur dann verfehlt, wenn es dasselbe gewollt hätte wie das Notebuch. Ja, das hat es ganz und gar nicht. Der Spengler ist aber ein grober Vereinfacher. Wissen Sie, das Argument kenne ich schon. Dieses Theaterstück ist langweilig. Antwort, ja, darum ging es doch dem Autor. Es ist aber nicht langweilig. Nein, natürlich nicht. Nein. Jetzt sagen Sie, das ist so, aber der Autor wollte nicht. Was der Autor wollte, interessiert mich wenig. Doch, was interessiert mich immer. Nein, was er geleistet hat. Ich kann das Geleistete, oder wie Sie nennen es, das Geleistete, also das Fertige. Sie wissen, was Shakespeare gewollt hat, als er Romeo und Julia geschrieben hat. Das kann man dem Ergebnis ablesen. Nein, aber nein. Gut. Was ein Autor gewollt hat, steht nicht zur Debatte. Was er realisiert, was er wirklich geschrieben hat. Aber eins ist sicher, wir reden über ein ganz kleines Buch. Das sind 150 Seiten und ziemlich locker gedruckt. Und jeder sieht was anderes, sieht Aspekte in dem Buch, die ihm wesentlich und wertvoll vorkommen. Das spricht für das Buch, dass es so reich ist, dass jeder von uns es anders sehen kann. Ich glaube, wir haben uns hier einmal ausnahmsweise alle geeinigt. Notebohm ist der hier am besten wegkommt. Ja, und jetzt zum Schluss noch ein Buch. Peter Handke, ein kleines Buch, ein Essay mit dem Titel Versuch über den geglückten Tag. Wer macht den Anfang? Ich glaube, ich würde vorschlagen, es ist so spät, wir machen 4 Statements über das Buch und werden nicht miteinander darüber diskutieren, denn unsere Zeit ist gleich um. Also, ja, ein Statement. Das Buch von Handke ist sehr nahe verwandt in vieler Hinsicht diesem Buch von Notebohm. Man kann eine ganz... Ich dachte, ich habe als Einziger das entdeckt. Die haben... Ja, sehen Sie, solche Überraschungen gibt es. Ja. Die Erfahrung, die man damit macht, kann auch ganz ähnlich sein, obwohl bei Handke ist der viel einsamere Typ und das Buch ist viel einsamer und ist auch irgendwo fanatischer und beängstigender. Aber es ist der Versuch, wirklich beim Denken auch zu schauen und beim Schauen zu denken. Das tönt jetzt sehr blöd. Aber wenn man eine Seite in diesem Handke-Text liest, dann ist es nachher tatsächlich, es ist mir so gegangen, wenn man weggeht, wenn man zum Haus hinaus Gestalt an, nun nicht im Sinne der Wertung, ich finde das ein ganz außerordentliches Buch, aber im Grunde müsste man es von vorn her erzählen, denn die Quelle, der Moment, der Punkt, aus dem das Ganze hervorgeht, das ist so in der Beschaffenheit einer Poe- oder E.T.A. Hoffmann-Geschichte. Da erwacht einer in Lissabon in einem Hotelbett und weiß genau, dass er in Amsterdam ins Bett gegangen ist. Und er weiß noch was, dass er in diesem Bett mal vor 20 Jahren mit einer Frau geschlafen hat. Ja, das weiß er auch noch, das stimmt schon. Aber nun diese Situation, diese raffinierte, eminent erzählerische Ausgangssituation, was ist los? Bin ich verrückt?
habe ich geträumt, bin ich irgendwie bearbeitet worden, wie in, zum Beispiel in der Geschichte von Pierce, Ambrose Pierce gibt es eine Geschichte, wo eine ganze Erzählung in der Sekunde eines Todes spielt. Das ist die Geschichte, die Stefan Hermlin verarbeitet. Das spricht ja nicht unbedingt für Hermlin, aber ich meine... Nein, das spricht nicht gegen Ambrose Pierce. Ja. Nicht gegen Ambrose Pierce. Nun ist es bei dieser Geschichte so, dass wir beim Lesen plötzlich merken, es geht offenbar um das. Er unterdrückt das nicht und nun kommen wir in die Situation hinein, lebt er, stirbt er, ist er im Sterben, wo sind wir eigentlich? Und auf dieser ganz unheimlich und unsicheren Basis entwickelt sich nun die Geschichte und da kommen dann so schräg herein auch alle diese tollen, sehr handfest erzählten Elemente aus seinem Leben. Ja. Und das verwandelt sich dann später noch einmal um eine... Darf ich eine Frage stellen? Es hat eine merkwürdige Sache, der Karasek gesagt, hat mich verblüfft. Er sagt, das sei eine Erzählung über die Unmöglichkeit des Erzählens. Haben Sie das gemerkt? Es gibt ja am Schluss sogar eine Parodie auf Tausend und eine Nacht oder Dekameron. Ja. Es gibt so eine kurze Novellensammlung, wo alle auf der Reise so erzählen. Ja. Und es ist, er spricht immer, er sagt zum Beispiel immer das Wort, jetzt ist ihm das verbotenste Wort. Ja. Erzählen ist Vergegenwärtigung mit dem Wort jetzt. Und er spricht immer wieder über die Schwierigkeiten, etwas zu vergegenwärtigen, was sich dauernd ändert, indem man es erzählt, was sich lokal ändert und die Zeit als eine dauernde Bearbeiterin, er zitiert ja immer dieses lateinische Sprichwort, dass die Zeit alles verdirbt und alles kaputt macht, so macht auch der Abstand was kaputt und der Erzähler macht es wieder heil, indem er es bewahrt. Ja. Also da sind schon diese Schwierigkeiten drin. Ja. Ich habe das Buch aber ganz anders gelesen. Ich auch. Vielleicht so, wenn ich an den Herrn von Matt anknüpfen darf. Es ist tatsächlich, es ist eine Erzählung über den Tod. Aber möglicherweise ist es so ähnlich wie in diesem Nabokov-Buch Durchsichtige Dinge, dass da einer erzählt, der schon gestorben ist. Eine Liebesgeschichte. Ja, das habe ich gesagt. Zwei Liebesgeschichten. Und das ist etwas, was mich in der Literatur, ich gebe es zu, das mag ja gegen mich sprechen, ich interessiere mich für Liebesgeschichten von Intellektuellen. Das ist ja ein gebildeter Mann, ein Intellektueller. Die Liebesgeschichten von Bauern können vielleicht auch sehr aufregend sein, aber sind nicht ganz mein Fach. Diese Geschichte liest... Dorn ist auch ein Intellektueller, nur... Dorn, ja. Aber ein Kümmerlicher. Gut. Ein Kümmerlicher, ja. Nicht kümmerlicher als der, Mann. Nein, das ist ein sehr intelligenter Mann. Nicht kümmerlicher als der Lyriker, der auch Sportlehrer ist. Also einer der Helden ist Das ist ja die Gegenfigur, die Hauptfigur. Ja, aber auch die Hauptfigur, der Sokrates, ist doch ein etwas kläglicher Liebhaber. Ja. Ob er ein intelligenter Mann ist oder ob seine Potenz stark ist, sind wohl zwei ganz verschiedene Dinge. Die aber miteinander zusammenhängen, Herr Reichmann. Die Potenz ist bei Männern mit Intelligenz schwach. Nein. Das ist ja was ganz Neues, was ich heute Abend hier erfahre. Ich hatte es eher umgekehrt gemeint. Ja, also gut. Aber jetzt, das Buch kommt jetzt wirklich auf ein Niveau, das dem Buch nicht entspricht. Nein, ich meine, das ist nun wirklich. Ich glaube, es ist eine sehr sonderbare Geschichte. Wir haben in der deutschen Literatur von heute überhaupt keine Liebesgeschichten mehr, ganz wenig. Es lieben sich zwei Frauen, lesbische Geschichten, homoerotische Geschichten gibt es, aber es gibt noch in diesem Land Männer, die Frauen lieben und Frauen, die Männer lieben. Die deutschen Schriftsteller wollen sich da nicht kümmern und wenn wir auf Liebesgeschichten verweisen, dann kehren wir zu ihrem großen Landsmann Max Frisch zurück, der solche sehr wohl geschrieben hat. Wenn ich diese deutschen Romane, deutsche gute Literatur der letzten 20 Jahre lese, die ist ja unerhört unerotisch. Da war der große Thomas Bernhard. Vollkommen unerotisch. Grass eigentlich immer unerotisch. Siegfried Lenz immer. Und Walser beinahe immer. Sehr stark. Ich meine, wenn sich das deutsche Volk nach seinen Schriftstellern von heute richten würde, es würde sich überhaupt nicht mehr vermehren. Aber man sieht, wie gering der Einfluss dieser Schriftsteller. Also zunächst diese erotische Geschichte. Das ist das eine, was ich fabelhaft finde. Sie ist glänzend geschrieben. Sie haben vollkommen recht, Herr Karasek, die Übersetzerin ist eine Meisterin ihres Fachs. Das ist, man denkt gar nicht daran, dass eine Übersetzung ist im Original. Es ist die Reaktion eines Intellektuellen drin auf seine Gefühle. Auf seine Gefühle, seine Impulse. Es ist das Reflektieren über sich selber, das wir ja so schön seit Hamlet in der Literatur haben. Hier ist es wieder da.
Und mich hat das Buch tief getroffen. Und wenn ich ein Buch empfehlen kann, denn es kommt ja jetzt die Weihnachtszeit, Leute werden Bücher kaufen, sie werden die falschen kaufen. Sagen, der Beste, ein Bestseller ist es nicht, aber es sollte ein Bestseller sein. Habe ich Sie richtig verstanden? Begriff, weil das Buch ist ja nicht so, wie man vielleicht bei einer solchen Beschreibung denken könnte, dass es sich einem gleich eröffnet, dass sofort da ein gewaltiges Spektakel losgeht. Es ist zwar das Spektakel der Geschichte darin, aber es ist ein Buch, das auch Schwierigkeiten bietet, dem Leser Schwierigkeiten macht, den Lesenden Schwellen setzt und man muss mit einer gewissen Ausdauer an die Sache heran. Und ich finde, das gehört zum Großartigen dieses Buches, dass es eine immense Menge von Effekten, die gewissermaßen auf dem silbernen Tablett dem Autor offeriert wurden von der Geschichte, dass es die alle nicht benutzt. Er arbeitet mit einer solchen Zurückhaltung, mhm, dass man aus dem Staunen nicht herauskommt. Er könnte auf den Putz hauen, er könnte Lacher produzieren, er könnte einen Klamauk loslassen mit diesem immens komischen Mann. Aber die Komik dieses Buches ist unheimlich schleichend, das setzt sich so durch. Man ist plötzlich... Es gibt manchmal natürlich auch komische Explosionen. Also beispielsweise die Schilderung, wo er im Büro denkt, alle würden ihn homosexuell verfolgen, weil er homosexuelle Neigung hat. Und ein Jahr später entdeckt er, dass das alles Quatsch war, dass das alles nur in seiner Fantasie... Das finden Sie sehr komisch, also dieses Motiv. Nicht das Motiv, die Auflösung war sehr komisch, dieses Motivs, wie er diesen Verfolgungswahn in andere projiziert. Aber ich wollte zu Frau Löffler was sagen. Ich glaube nicht, dass das ganz neu ist, was er da macht. Bisher war das Material, das Martin Walser benutzte, natürlich benutzt jeder Autor Material, seine eigene Wirklichkeit. Und das war eine gewisse Stärke von ihm, aber auch eine Schwäche. Martin Walser ist ein Autor, der sich selbst sympathisch ist. Und so hat er sich in seinen bisherigen Büchern sehr geschont. Dieses Buch ist, und das ist für mich ein ungeheurer Gewinn, er liebt seinen Helden auch, aber er hat die Fähigkeit zu einer großen Objektivierung und ich glaube, daher berührt diese Stille, die von dem Buch ausgeht. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sind tief beeindruckt, beinahe begeistert von diesem Buch. Ja. Ja, und wie ist es mit Ihnen? Bei Ihnen habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das? Nur gut, schlecht, wie ist das? Hätte ich doch gern gewusst. Naja, stellen Sie sich die Situation mal vor. Es werden da Kisten angeliefert mit Fotos aus einem fremden Leben. Die Familienbeziehungen eines fremden Lebens werden einem da angeliefert. Martin Walser hat mir erzählt, er hat da mal ein Jahr lang nur dieses Material gesichtet und gelesen. Und dann kommt der Punkt, wo er sich doch fragen muss, was hat das mit mir zu tun und wo fängt er an, die eigene Fantasie zu arbeiten. Und da denke ich, war es wohl die Beziehung zur Mutter, wo die Fantasie zu arbeiten begonnen hat. Jetzt sage ich mal was Positives, was mir gefällt. Politik sich bewegt und dann noch eine Menge so privater Dinge um ihn herum hat. Es ist der Roman einer Karriere, wie sie faszinierender von der Idee her kaum zu denken wäre. Aber und das Ganze leidet daran, dass der Verfasser keinen Roman schreiben kann. Der ist ganz und gar nicht imstande, einen Roman zu schreiben. Verzeihen Sie, Herr Karasek hat im Spiegel geschrieben, dass ein Meister... Ja, aber Sie reden immer von den Kritiken, die erschienen sind. Was spielt da keine Rolle? Aber der Mensch sitzt hier, der wird sich schon noch äußern. Der wird sich schon noch selber wehren. Ja, das möchte ich hören. Was er macht, was er verspricht, ist eine Galerie der interessantesten, hochinteressanter Leute des 20. Jahrhunderts, Politiker, Wissenschaftler, alles Mögliche. Und wer auftritt in dem Buch, ist von Anfang an ein Idiot. Es sind nur Karikaturen, die in diesem Buch erscheinen, nur Witzfiguren. Mir stört es nie, dass es Idioten sind. Und bei Walser hat es nie gestört. Warten Sie, bis ich ausgeredet habe. Meine Argumente sind nicht so plötzlich, die entwickeln sich langsam. Es sind lauter Simplicissimus-Witzfiguren, die auftreten. Das ist am Anfang ist das ganz lustig. Und so bis Seite 50 ist man sogar geschmeichelt, weil man der einzige Gescheite ist. Man kommt sich immer genialer vor. Man ist in einer tollen Situation und dann merkt man, ja, es kann ja wahrscheinlich ja nicht so sein. Und dann wird das immer öder.
Und es wird immer langweiliger und es hängt nichts zusammen in dem Buch, nichts passt zusammen. Der kann nicht entwickeln, der kann nicht entfalten, kann nicht vorbereiten. Figuren kommen, dann sind sie wieder weg. Und am Schluss ist man zutiefst frustriert, weil der uns versprochen hat, dass man etwas lernt. Makulatur. Eigentlich Makulatur. Nein, es ist eine Sammlung von Kabinettstücken. Der versucht immer auf jeder Seite ein kleines Prosa-Kabinettstück zu bringen. Es ist ja wie eine Kollektion von Tapetenmustern in allen Farben wird da etwas gemacht, aber es ist kein Roman. Ich, bitte. Frau Löffler? Frau Löffler, er muss ja seine große Verteidigungsarie singen. Nein, das möchte ich ihm zerschmettern, er soll es gleich machen. Ja. Nein, ich will nur sagen, es sind nicht nur Simplicissimus-Figuren, denken Sie an die Frauen in diesem Buch, das sind durchaus keine Idioten, sondern die sind sehr viel klüger, als es normalerweise Frauen in Romanen erlaubt wird. Und denken Sie weiter daran, es ist ein ironischer Roman, der, und das finde ich von der Idee her und von der Ausführung auch gut, der über die Genialität aus der Perspektive der unendlichen Dummheit schreibt. Also es wird vorgeführt... Aus der Perspektive der Mediziner? Sehr interessant. Nein, aus der Perspektive der unendlichen Dummheit. Es gibt die Dummheit der Ideologen, es gibt die Kommunisten. Dieses Buch, es ist unheimlich schleichend, das setzt sich so durch. Man ist plötzlich... Es gibt manchmal natürlich auch komische Explosionen. Also beispielsweise die Schilderung, wo er im Büro denkt, alle würden ihn homosexuell verfolgen, weil er homosexuelle Neigung hat. Und ein Jahr später entdeckt er, dass das alles Quatsch war, dass das alles nur in seiner Fantasie... Das finden Sie sehr komisch, also dieses Motiv. Nicht das Motiv, die Auflösung war sehr komisch, dieses Motivs, wie er diesen Verfolgungswahn in andere projiziert. Aber ich wollte zu Frau Löffler was sagen. Ich glaube nicht, dass das ganz neu ist, was er da macht. Bisher war das Material, das Martin Walser benutzte, natürlich benutzt jeder Autor Material, seine eigene Wirklichkeit. Und das war eine gewisse Stärke von ihm, aber auch eine Schwäche. Martin Walser ist ein Autor, der sich selbst sympathisch ist. Und so hat er sich in seinen bisherigen Büchern sehr geschont. Dieses Buch ist, und das ist für mich ein ungeheurer Gewinn, er liebt seinen Helden auch, aber er hat die Fähigkeit zu einer großen Objektivierung und ich glaube, daher berührt diese Stille, die von dem Buch ausgeht. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sind tief beeindruckt, beinahe begeistert von diesem Buch. Ja. Ja, und wie ist es mit Ihnen? Bei Ihnen habe ich noch nicht ganz verstanden. Was ist das? Nur gut, schlecht, wie ist das? Hätte ich doch gern gewusst. Naja, stellen Sie sich die Situation mal vor. Es werden da Kisten angeliefert mit Fotos aus einem fremden Leben. Die Familienbeziehungen eines fremden Lebens werden einem da angeliefert. Martin Walser hat mir erzählt, er hat da mal ein Jahr lang nur dieses Material gesichtet und gelesen. Und dann kommt der Punkt, wo er sich doch fragen muss, was hat das mit mir zu tun und wo fängt er an, die eigene Fantasie zu arbeiten. Und da denke ich, war es wohl die Beziehung zur Mutter, wo die Fantasie zu arbeiten begonnen hat. Jetzt sage ich mal was Positives, was mir gefallen hat. Wenn also da so ein merkwürdiger, verschrobener Junggeselle der Held ist, der nie von seiner Mutter wegkommt, also da hört man den Sigmund Freud ja schon. Und dass der Martin Walser es verstanden hat, hier nicht in diese doch schon sehr abgedroschenen psychoanalytischen Muster zu verfallen, sondern diese Mutter-Sohn-Beziehung frei... Im Gegenteil, er macht sich über die Muster sogar lustig. Frei von diesen Patterns zu erzählen, das ist wahrscheinlich schon eine Stärke. Aber der Fall ist natürlich voll und ganz auflösbar nach all diesen psychologischen Mustern. Das ist eigentlich das Verrückte daran, dass er einen absolut klinischen Fall hinstellt. Das, was man immer sagt, das dürfen die Schriftsteller nicht, denn was soll uns das? Was soll uns das klinisch? Das muss doch exemplarisch sein. Den Oedipus-Komplex kennen wir, ja. Und überlässt es uns, einen solchen ausgefallenen Menschen dann irgendwo exemplarisch zu finden. Und das finde ich das Spannende daran, dass wir immer denken, warum interessiert mich der Typ überhaupt? Ich möchte mit dem eigentlich keine nähere Bekanntschaft machen. Eine ideologische Strategie zu stehen, die mir einerseits zu erklären scheint, warum dieses Buch so, so erfolgreich ist im Moment, auch so viel besprochen wird und andererseits auch wieder meine Bedenken gegen das Buch hat. Die Idee oder der abseitige Tatbestand, auf den der Tillmann Spengler gekommen ist, ist, dass Lenins Hirn abgängig ist. Das stimmt übrigens. Es ist wirklich abgängig. Es ist abgängig, aber es ist seither niemandem abgegangen.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Wenn nicht der Tilman Spengler gekommen wäre, der jetzt gesagt hat, wo Lenins Hirn verschwunden ist. Es wurde also seziert, in Scheibchen geschnitten, dann falsch beschriftet und ist in irgendeinem Hirnanatomischen Institut in Berlin verschwunden. Ja, eben, und jetzt kommt die böse Point in dem Roman, die noch eigentlich niemand so richtig gewürdigt hat und die mir nun wirklich zu denken gibt. Die Absicht war, dass Vogt feststellen sollte, Lenin war genial. Das Hirn aufgeschnitten hat dann gezeigt, er war genial an der Größe der Zellen, ganz augenscheinlich. Dann kommt ganz am Schluss, wie wir im Dritten Reich sind, plötzlich ein Brief von den Nazis, die sagen, der Lenin soll doch ein Luetiker gewesen sein. Hat man nicht an den Veränderungen seines Gehirns gesehen, nicht, dass er genial war, sondern dass er ein Syphilitiker war? Das wird bestätigt. Also eigentlich die Demontage, die dieses Buch an Lenin, gerade komischerweise, es passt so gut in die Zeit, wo also sozusagen das Zentralorgan des Kommunismus jetzt auch noch demontiert wird, wird also gesagt, Lenin war ein Syphilitiker. Das war aber bitte ein böser Propagandawitz der Nazis und über den sollen wir noch mal lachen. Also erstens mal, es war kein Propagandawitz, aber darum geht es gar nicht, weil es ist so unwichtig. Das ist nicht unwichtig, das ist die Schlusspointe, die geheime, böse Schlusspointe des Romans. Herr Karasek, ich komme jetzt dran, ich möchte nur eine Frage von Ihnen beantworten. Was ist denn an diesem Buch so literarisch bedeutsam, dass Sie es auf so hoher Ebene sehen? Vielleicht, ich fand es thematisch, ich kann das mit der Antwort an Frau Löffler ein bisschen erklären. Natürlich sind das Theorien des 19. Jahrhunderts, Sie haben völlig recht. Und es gelingt diesem ironischen Buch zu zeigen, dass diese veralteten materialistischen Theorien die drei größten Warnsysteme des 20. Jahrhunderts beherrscht haben. Der Vogt wäre den Nazis höchst willkommen gewesen. Er war aber ein sehr aufrechter Deutschnationaler, der für die Reichswehr Hunde und Brieftauben auf deren Genialität untersucht und gezüchtet hat. Dieser Roman zeigt in Kabinettstücken wie ein Salonroman. Und da habe ich gesagt, es ist in der Art wie Musil ein bisschen geschrieben, der ja also auch... Also mich erinnert es eher an Fontane, aber schlechter. Gut, Freunde, schlechter ist es immer. Wird ja ganz gut. Schlimm.